Moin. Was geht? Was geht so. Noch mit? Na dann. Ich versteck mich mal irgendwo. Ich weiß ja nicht, ob ihr den Küstenplatz irgendwie nutzen wollt oder so. Deswegen würde ich gern. Ich gehe mal da hinten auf diese einsame Insel, ja? Kannst ja auch irgendwie in. Kann man nicht irgendwie in die Box gehen? Ja, du kannst in die Box gehen, doch so lange. Oh, stimmt, das ist smart. Das ist gut. Dann siehst du nichts. Ja. Und deswegen bist du der Schlaue von uns, Flo. Naja, ich hab's gerade nicht geschafft, ins Küstenareal zu kommen. Das ist, das ist okay. Lass nicht drüber reden. Na gut, dann doch nicht. Okay, dann bin ich jetzt in der Box drin. Okay. Okay. Ihr könnt natürlich auch gerne Vorschläge machen, ne? Wenn euch was Krasses einfällt, auffällt. Yes. Gerne raus. Genau. Geile Idee, in meinem Chat. Also ich habe bisher noch nicht ein Pokémon gesehen. Ah, jetzt. Die spawnen weniger, habe ich das Gefühl. Ja, die spawnen auch weniger. Ist es auch, ja, das ist wirklich so. Weil du hast dieselbe Spawnrate, aber auf vier Leute halt aufgeteilt. Wenn wir alle in einem, an einem Place wären, so, dann wäre gleich viel, glaube ich. Ja. True. Ich glaube, daran liegt es. Sagt der letzten die fünf Stunden der dümmste Fleet-Session gewonnen hat. Ja, aber nur weil Flo ja nicht mitmacht. Das ist ja... Ne, das, richtig, ansonsten wäre Fleet. Genau, das ist ja klar. Das ist schon bewusst so, dass Flo... Spielemaster. Ist wie Günther ja auch bei Wer wird Millionär. Der macht nicht mit, weil er sonst jede Runde gewinnen würde. Richtig. So. Gab es eigentlich mal so eine Special-Ausgabe, wo Günther ja auch Wer wird Millionär, wo der glaub, so mitgemacht hat? Oder? Ich glaube auch. Echt? Ich kann mich nicht dran erinnern. Da letztens habe ich mit dem Chat drüber gesprochen. Meine als ich gesagt habe, dass ich super gerne Flo da mal sehen würde. Aber da würde ich gerne Dings machen, Flo, ne? Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja, ja, ich sehe dich da am ehesten als, als Moderator dann. Da hätte ich echt Bock drauf. Irgendwann, eines Tages. Wäre so witzig, wenn du direkt am Anfang raus willst. Ich habe irgendwie gerade mehr Bock, Items zu sammeln, so als... Ja, Fühlmann. Als mich für ein Pokémon zu entscheiden. Fühlmann. Ich habe mich entschieden. Ich weiß schon, was ich bin. Ich hab auch ich ein Pokémon. Manche Mons sehen so fucking auffällig aus, aber die sind halt einfach real. Mhm. Habt ihr eigentlich schon das neue Pokémon Rogue gespielt? Nee. Nee, aber nur gehört, was ist denn das? Es ist halt, es gibt ja Emerald Rogue, ne? Das ist ja ziemlich geil. Mhm. Aber das ist halt so eine eigene Engine quasi. Ich kann euch das mal schicken, gerade hier für Nico oder Flo im Sabaton. Falls ihr da mal irgendwie Bock habt, das zu machen. Das soll. Ich habe selber auch noch nicht gespielt, aber die Leute sind alle gerade süchtig danach. Pokémon okay. Rogue? Pokerogue heißt es. Aber die AI soll halt nicht geil sein, oder? Habe ich gehört. Das weiß ich nicht. Ich habe nur. Das, also, das soll. Das spielt aktuell gerade jeder gefühlt. Das soll ultra beliebt gerade sein. Mhm. Wurde mir vorhin auch schon vorgeschlagen. Ja. Ich habe es euch mal hier reingeschickt. Ich wollte eigentlich das nehmen, was du geschrieben hast, Chastro, aber ich habe es gerade nicht mehr gefunden. Nee, vielleicht finde ich es nochmal, dann change ich nochmal, aber ansonsten... Das ist kein Hack, das glaube ich alles über die Internetseite läuft das. Okay, also ich bin versteckt. Okay. Okay, warte. Ja, hast du schon einen Mon, denn? Ja. Achso, ja, okay, dann. Du auch, Flo? Warte, ich muss nur noch als Mon gehen, aber dann... Okay. Hätte ich eins. Warte. Nummer eins. Sag, sobald ich kann, dann schalte ich den Timer. Warten Sie den Timer. Alright. Okay, mit 2 Minuten verstecken. Ah. Okay. Kann ich Items einsammeln als Pokémon? Tatsächlich. Kann man, ja. Let's go. Moin, Dave. Dankeschön. Das ist halt richtig cool, weil es gibt manche Items, an die kommst du gar nicht ran, wenn die irgendwie an einem Wasserfall oder so sind, weil die Strömung zu stark ist, aber als Pokémon kriegst du die. Oh. Passt auf, dass ihr die Bälle nicht rumschießt, ne? Aha. sonst spoilert. Ach so. Mit ZL, ZR ist es, glaube ich. Okay. Also, ich wäre, glaube ich, soweit. Ich bin noch zu wedelrig. Hast noch eine Minute Zeit, Dan. Ja, okay, ja. Vielleicht verhalte ich mich auch einfach wie ein wildes Pokémon. Das wollte ich schon mal machen. Sei das Pokémon. Und gerade Weekly Updates mit Verbesserungen raus. Oh, alles gut, Sarka. Okay. Ich wollte dir sowieso noch schreiben. Ich habe heute übertrieben lange geschlafen, weil ich krank geworden bin. Ich war heute auch gar nicht unterwegs. Also AI soll nicht so gut sein, aber das kriegen wir noch hin. Scheinbar. Aber ich bin leider krank geworden. Ja, okay, bin versteckt. Alrighty. Dann hoffe ich mal, ihr seid ready.
Let's go. Okay. Sag ich, erledige währenddessen ein paar Aufgaben. Ich meine, ich krieg die Punkte auch, ne? Ja, ja. Also okay, die Frage ist, wie wahrscheinlich ist es? Wollt ihr am Anfang, also wollt ihr was sagen, wenn ihr mich seht, oder wollen wir erstmal ohne machen? Dann ja, erstmal ohne machen und dann, je länger es dauert, dann mehr okay. Zeit geben, oder? Ja. Okay. Ich fein mit. Das ist fair. Da bin ich absolut fein mit. Ich weiß ja gar nicht, wie smart das ist, direkt am Anfang hier zu suchen. Weil ich mir halt vorstellen könnte, dass ihr schon weiter weggegangen seid. Siedewasser gefunden. Ist jemand von euch Siedewasser? Go. Cool. Mein Pokémon hat keine Schwäche gegen Siedewasser. Oh, das ist ein guter Tipp. Same. Wasser-Pokémon können hier halt richtig nervig sein, ne? Wir können ja Trivia machen. Mhm. So ein bisschen als tippmäßig Pokémon-Quiz-Trivia machen. Finde ich cool. Finde ich nice. Ich habe den Galanus-Zweig gefunden. Nee, mein Pokémon wickelt sich nicht durch den Galanus-Zweig. Ich weiß auch nicht. Nee, jetzt weißt du, dass ich kein Fleckmon bin. Nee, das ist doof. Okay, wie smart ist es, übers Wasser zu gehen? Das Küstending ist halt immer tricky, ne? Weil du hast halt sehr viel Wasser. Ein bisschen Land. Ich glaube, hier ist ein Libiskus. Sprich. Ja. Oh, warte, Libiskus geht weg von. Ja, okay, wobei Libiskus ist, glaube ich, immer scheu, ne? Ja, nee. Ich glaube, es ist niemand. Tentacher hier. Ganz schön nah an der Küste, Kollege. Nee, war ein Tentacher, hab ihn getötet. Jo, hier ist ein Finion in der Wand. Das muss doch jemand von euch sein, oder? Geh weg! Okay. Nee, war doch ein Finion. Hä, war es nicht Flo, oder wie? Nee, war nicht Flo. Ich bin auch reingefallen, alles gut. Ich wurde auch verarscht. Geil. Ja, der rennt von mir weg, ganz normal. Das ist ein ganz normales Owei. Owei. Okay, ich hab weiß, welche Pokémon vor dir weglaufen. Na klar. Aber gut zu wissen, dass Owei vor dir wegläuft. Okay. Ich habe eine ganz wilde Frage an euch, okay? Ja. Könnte sein, wenn es zu einfach ist, dann müsst ihr nichts sagen. Entwickelt sich euer Pokémon durch ein Item? Nein. Ja, doch. Echt? Ja. Oha. Hier gibt's nur ein Pokémon, was sich per Item entwickelt. Was nee, Kokowai, Gifloor, Duflor, Miraplane, ja, kannst du ja jeder so machen. Okay. Nicht mit mir, Flo, nicht mit mir. Der Galanus-Zweig. Nee. Sengo? Ah, damn. Ich dachte, Sengo könnte safe jemand von euch sein. Warte, Sengo rennt vor allem weg? Okay, ich bin Rayquaza vielleicht deswegen. Ich glaube, da würden viele. Ich glaube auch. Oh wei. Frage ist, wäre auch noch interessant, vielleicht jetzt nicht für diese Runde, aber wenn man so generell nur eine bestimmte Anzahl an Attacken hat, die man droppen darf. So. Also wenn man daneben liegt bei einem Gas und sagt, okay, das hier ist doch safe einer von euch und das überprüft, dass man dann so einen Try verliert. Wisst ihr, was ich meine? Ja, weil sonst kannst du halt das Feld wipen, ne? Das habe ich mir auch überlegt. Ist halt die Frage, was man da macht. Also ich glaube jetzt nicht für die ersten Runden so, aber falls wir das öfter machen sollten, kann man das, glaube ich, mal in Erwägung ziehen. Ja, klingt gut. Ist jemand im Busch drin? Nee, oder? Ich glaube nicht, oder? Warum lacht ihr? Ich glaube, ich habe Dennis' Charakter gefunden gerade. Was? Hast du nicht? Doch. Echt? Warte, ich schaue mich ganz peinlich. Ich schaue mich mal um. Ja, wie willst du dich denn umschauen? Du bist doch dein Mon. Mit R3 halt so einfach, hä? Ich habe nicht deinen Mon gefunden, sondern deinen Charakter. Ach so. Ja. 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 Oh, du hast einen massiven Auflauf von Iskala entdeckt. Jetzt wird erstmal Shiny hunted. Boah, Alter, wenn da einer Iskala dabei ist, ne? Das wäre so strong. Aber haben wir alle denselben Outbreak hier? Warte, ich kann aber. Weiß ich nicht. Ich kann gar nicht auf der Karte schauen. Nee, kannst du gar nicht mit Y. Ja, nicht wenn du ein Mon bist. Genau. Und als Sucher darfst du nicht. Ach ja, true, ja. Ich bin ja auch ein Mon.
True. Weil sieht man denn die Monster eigentlich oder sieht man die Charakter? Also die Charakter zu sehen wäre natürlich auch schon Hilfe vielleicht. Du siehst die Profilbilder von den Leuten auf der Karte. Ja, ja, aber sieht man das Profilbild von dem Charakter oder von dem Pokémon, was man sieht? Achso, von dem Charakter, von deinem Profil. Okay, das heißt, wenn ich als Latios zum Beispiel ans andere Ende der Map, würdest du trotzdem nur meinen Charakter sehen, ne? Ja, außer du machst davor einen Screenshot von Latios und packst es dann als Profilbild rein. Wäre auch geil. Ja, cool, ja. Aber ich meine nicht, was man als Profilbild sieht, sondern den Standort. Auf der Map. Den Standort vom Charakter oder den Standort vom Pokémon, was man sieht? Achso, das meinst du. Ah, so. Nee, das war ich nicht. Das weiß ich nicht. Okay. Hat jemand von euch mich schon mal gesehen? Nö. Ja. Ja? Habt ihr schon gesehen, ja. Okay. Interesting. Ich bin, glaube ich, aber schon wieder mittlerweile voll weit weg. Ich bin die ganze Zeit auf dem Wasser, aber ich weiß nicht, wie klug das ist. Das ist halt die Frage. Man muss auch einen Pokémon als wildes Pokémon überhaupt aufs Wasser. Pokémon auswählen, was übers Wasser kommt, ne, wenn man sucht. Ja, ich sag, was cool ist immer Monetigo, weil Monetigo, der surft so richtig nice. Der surft ja übers Wasser. Aber ja, das stimmt. Mhm. Das stimmt, das braucht man natürlich auch. Okay. Denn es hat ein Mon, was sich mit Item entwickelt. Ist also kein Basis-Pokémon. Ist er die Entwicklung oder ist er die Vorentwicklung? Okay, warte, ich schau mal. Psyaugon? Ne, du bist Psyaugon. Geil, Alter. Mann, diese ganzen Pokémon hier sind. Hä, warte. Früher gemacht, Alter. Bitte? Warum haben wir dich nicht schon viel früher gemacht, Mann? Ich find's auch sehr cool, ja. Die Frage ist: Okay, es gibt halt zwei Arten, glaube ich, von Verstecken. Erstens, welche, die so natürlich aussehen wie möglich, so. Psyaugon am Strand, da sind ja super viele Psyaugon als Beispiel. Oder als kleines Pokémon in irgendwelchen Ecken, Ritzen oder sonst irgendwas. Ja, aber ich glaube, das, also ich würde das als, ich würde das jetzt nicht machen. Das ist unfair, sag ich mal. Weil die ja, ich habe schon Respekt. Also ich meine, ich habe noch nicht gesucht, aber die Map ist schon groß. Die Map ist groß, ja. Safe. Und ich würde euch nicht finden, wenn ihr euch in irgendeine Ritze versteckt. Also Als kleines Pokémon auf jeden Fall nicht. Ja. Ja, gut, wenn du ein Shiny Giratina bist, dann vielleicht. Dann ja, dann schon. Okay, Krabox. Dann würde ich auch die Ritze favorisieren. Die Zeitraumritze. Digga, es ist gerade so etwas Wildes passiert, ne? Was ist passiert? Kann ich nicht sagen. Schade. Es ist was Wildes passiert? Es ist was Wildes passiert, ja. Hast du mich gesehen? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Aber es war gerade. Hast du ein Shiny encountered? Als Pokémon? Weiß man nicht, ne? Okay, jetzt werde ich ein bisschen hellhörig. Moment! Okay. Geil. Ich töte hier gerade alles, was nicht bei Traum Baum ist, aber ich glaube, Flo wird schon gar nicht mehr hier sein, wenn er hier war. Vorne laufen Krabox. Man, jedes Mal denke ich mir, irgendjemand von uns, wir erzeugen gerade einen richtig witzigen Moment, aber dann ist es nur so ein random Pokémon, das hier rumläuft. Oh. Ah, nein, verdammt. Ansonsten, wenn wir nachher merken sollten, dass die Gebiete zu groß sind, können wir die ja auch noch weiter einschränken oder so, ne? Ja, oder mehr Tipps geben. Ja. Okay, ich frage mal nächste Trivia-Frage. Jo. Okay, der Untergrund unter euch, was für ein, also auf was für einem Terrain steht ihr gerade? Gras, Sand, Wasser, Erde? Gras. Feuer. Das ist schon Hot Hint. Das ist wirklich ein Hot Hint. Gras. Gras, okay. Weil das, auf was ich stehe, gibt's nicht so häufig. Okay. Und aber auch irgendwie nicht. Ja, okay, das reicht schon.
Einfach mitten auf dem Streifen am Ende. Und Alola Coco war mitten drauf, ganz oben, ganz präsent. Viel zu offensichtlich. Ist jemand von euch ein Coco? Ja. Ja. Seid ihr über 4 Meter groß? Nee. Okay. Wie sagst du, wenn Nico sagt, unter ihm gibt's schon häufig, aber nicht so häufig, es könnten dieser Standardboden sein, wisst ihr, bei den Pokécenter und so, bei der Arenen. Das könnte maybe. Ich sag mal so, ich bin schon an einem relativ ikonischen Ort für das Küstengebiet. Okay. Ist nichts krass Ungewöhnliches hier zu sein. Okay, I see. Okay. Es könnte halt direkt am Strand sein, ne? Hallo, Baumboy? Das wird kein Baumboy. Guck, Baumboy entwickelt sich auch mit Entwicklungsstein. True. Wait, ich hab hier einen Charakter gefunden. Das ist Flo. Was? Ach so. Ich hab Flo's Charakter gefunden. Ich dachte, das ist Mon. Nee. Okay. Was hast du gerade gesagt, Flo? Da bin ich. Ja. Was macht ein Froxy hier? Ich dachte, hier würde niemals Froxy spawnen. To be honest, habe ich keine Ahnung, wo mein Charakter steht. So ist mich in die Irre zu führen. Ich sehe schon. Nicht mit mir. Es spawnt halt auch so viel neu, ne? Da unten ist halt eine Höhle. Ich halt nicht zu einfache Tipps, das ist auch irgendwie quatschig. Was ist da unten? Das ist ein Pepek. Das ist ein NPC. Ich glaube, ich muss mal. Genau, ich schaue jetzt da vorne nach. Das könnte, glaube ich, strong sein. Achtung, ich komme! Oh, aussehen, ist da einmal getötet. Also, ich habe dich mittlerweile auch einmal gesehen. Das ich auch schon. Ihr habt mich alle schon einmal gesehen. Ich habe dich noch nicht gesehen, ich habe dich aber einmal gehört. Ach so! Oh, okay. Krass! Das ist crazy. Ey, wie hört man denn jemanden? Wenn ich einen Mon töte oder so wahrscheinlich, ne? Glaube ich, einen Mon getötet oder so. Ja, ich töte hier alles, was nicht mehr dran im Baum ist. Ah, okay. Also, Razor, ich kann dir sagen, ich habe dich schon zweimal gesehen jetzt. Hast du dich schon zweimal gesehen? Zweimal gesehen. Und einmal davon warst du sehr nah an mir vorbei. Oh. Okay. Okay, habt ihr eine Vor- oder Weiterentwicklung? Ja. Ja. Okay. Kein Basis-Pokémon. Das hilft schon mal ungemein, weil ich war gerade so 15 Choreogel oder so. Und ich dachte so, will ich jetzt wirklich alle töten? Und Pings, nee, ich glaube nicht, dass Timo lost ist. Ich glaube, es ist einfach ultra schwer zu sehen. Es ist echt schwer, ja. Es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer. Das Kameramovement ist auch nicht so einfach als Rayquaza. In Büsche reinschauen ist gar nicht so einfach. Die Sache ist halt, sobald du halt eine Person gefunden hast, dann platzt halt der Knoten und dann geht alles so ein bisschen schneller voran, weil es ein zweites Mal einfach schneller, aber... Da ist den Bach runter. Aber dafür musst du natürlich erstmal jemanden finden. Die Basispumpe kann ich mal skippen, das ist gut. Aber das ist übel gut für Materialien sammeln, so, ne, als Sucher. Ja. Ja, ich finde gerade wirklich verdammt viel. Nice. Ich hab nicht mehr so viel. Ich hab alles reingepumpt in den Automaten. Achso, meinst du auch, weil du so viele Monster löst? Ja, das natürlich auch. Ja, genau. Ja, und Items natürlich auch, klar. Ja, safe. Als ob hier niemand ist. Ich gebe dir mal einen krassen Tipp, okay? Okay. Der aber nichts bringt. Deswegen ist auch gar nicht so krass. Okay. Ziemlich krass. Du hast schon etwas erwähnt, was sehr direkt mit dem zusammenhängt, was vorhin Witziges passiert ist. Ich stehe auch auf dem Schlauch. Ja, Mann, ja. Same. Okay, es ist ein Xiao. Ich tät dir wirklich alles. Sonst kannst du ja sagen, Timo, ab wann wir ein bisschen Geräusch geben sollen, wenn du in der Nähe bist. Yeah, mach ich. Ich geh jetzt nochmal kurz hier hin. Wir können auch machen, dass du
keine Ahnung, als Beispiel, wenn du einen Trainer findest, kriegst du quasi so ein, wie nennt man das, so ein Joker, wo du sagen kannst, oh, ich habe keine Ahnung, Flo gefunden oder Sefi oder so. Und dann muss derjenige, wenn du sagst, den Ball schmeißen. Oh. Zu dem Zeitpunkt. Und ob er sich dann neu kriegt oder wie oder was, das ist dann denen überlassen, aber... Aber der Ball kommt quasi vom Pokémon aus dann, oder wie? Der Ball kommt vom Pokémon aus, ja. Okay. Das wär auch noch eine coole Idee für zukünftige Runden oder ja, so. Ja, können wir auf jeden Fall machen. Sehe ich. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, jemand von euch... Warte, wobei der ist auf Gras auch, ne? Mhm. Der kann ja schon wieder weitergezogen Feuer. Sein. Feuer? Und Feuer. Gras und Feuer. Das ist so ein Vulkan. Nein, kein Feuer. Okay. Kein Feuer. Habt ihr euch schon viel bewegt? Überhaupt nicht. Kaum. Ein bisschen. Okay. Das ist crazy, okay. Jetzt will ich mal ein bisschen meine Brille gleich holen. Hier ist ein Mund hier. Das ist ein Leter King. Oha. Das ist wirklich ein Leter King. Mein Rayquaza ist bald tot. Ja, also ich hab dich jetzt eben gerade schon zum dritten Mal gesehen. Zum dritten Mal hast du mich schon gesehen. Ja. Crazy. Das Ding ist, manchmal sehe ich so Mons. Und man denkt so, das muss ein Spieler sein. So kann sich keine KI bewegen. Ja, ne? Ja, das denke ich mir jedes Mal. Ja. Das denke ich mir legit jedes Mal. Hier ist niemand. Hier ist auch niemand. Von läuft wieder ein Mund hier. Okay, ist Mund hier. Auf jeden Fall dafür, dass das Geräusch, was wir dann von uns geben, ein Uhu sein muss. Uhu. Ja, das passt ja zu meinem Stream. Okay. Aber das ist auf deinem Rad drauf, ne? Mm. Ja, for free, hä? Oder wie? Nee, es geht ja nicht. Will ich hier schon weiterziehen? Ich habe irgendwie das Gefühl, in der Nähe ist jemand. Meine Sensoren schlagen aus. Ich will diese Item hier aufheben. Die Japa-Bäre war wichtig. Wobei. Alter, es ist wild, ey. Ja, du warst wirklich, also du warst schon dreimal recht nah dran. Ja? Einmal war extrem nah. Damn. Ja. Wir können ja alle ein Pokémon nennen, was wir gerade sehen. Okay. Oh, ja, okay, ist schon. Nicht gut. Hier war irgendwo... Ah, Alola Slymog. Mhm. Alola Slymog. Genau. Der hat auch. Achso. LOL, warte mal. Bewegst du dich gerade, Flo? Weiß man nicht. Seid ihr in der Nähe voneinander? Beweg dich mal jetzt. So, ich soll mich bewegen. Ja, jetzt. Ja, tu ich. Ah, okay, schade, dann bist du es nicht. Okay, also ich seh hier gerade eine Tentacha vor mir. Tentacha, okay. Ich sag, Alola Slymog ist schon huge, weil der so bunt ist und Tentacha auch wegen dem Gebiet. Ja. Tentacha ist sehr obvious, ja. Das Alola Slymog ist gerade auf die Farbe, auf die Idee gegangen, wirklich genau vor mir zu stehen. Geh weg! Wir dasselbe Mon? Bei mir ist dasselbe passiert. Hä? Stehst du genau neben mir, oder? Dasselbe Mon. Okay, pass auf, Timo. Ich gebe dir jetzt einen krassen Hinweis, okay? Ja. Das Witzige, was vorhin passiert ist, ist, ich habe mich bewegt und plötzlich kam ein Pepek auf mich geflogen, hat mich besiegt und ich bin despawned und war wieder beim Trainer und musste wieder neu los. Oh, ich hätte schon können, dieses Libiskus hier war gerade jemand. Ich habe so mit dem getanzt gerade. Das fucking Pepek hat mich weggefetzt. Das ist lustig. Okay, warte, Pepek hat dich weggefetzt, du bist ein Pflanzen-Pokémon. Oh. Wait a second. Ich bin ein Pflanzen-Pokémon. Mhm, und du entwickelst dich nicht per Item. Okay, aus wie viel Pokémon besteht eure Entwicklungsreihe?
Ich gebe dir gar keinen Hinweis mehr. Ich hab so das Gefühl, okay, Flo, ich habe jetzt ein Guess, dein Pokémon zu nennen, und wenn es ist, sagst du ja oder nein, okay? Na gut. Sesokids. Das ist korrekt. Ja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir nämlich. Jetzt wird die gesamte Sesokids-Population ausgelöscht, Alter. Ich bin doch hier. Ich kenne auch meine Pokémon, wer bin ich, Fakten. Ich bin auch Profi. Das war Ausschlussverfahren vom Feinsten. Okay. Sesokids in der Nähe von einem Alola. Seht ihr immer noch das Alola Slimog? Ich glaube, es ist mittlerweile despawned. Ja, wahrscheinlich. Gehen wir mal hier wieder rüber. Ich sehe keine Sesokids. Ich sehe Sesokids nicht. Oh, ach ja, warte, hier ist wieder Flo. Also sein Trainer. Und warte, Flo meint, er ist despawned. Das heißt, ich glaube, er ist gar nicht so weit weg von seinem... Nein, was? Ist das wirklich ein Sesokids? Hä? Warte, was bist du? Hä, ist das jemand von euch? Hä, hey, dreht euch mal schnell im Kreis? Jo. Hä? Ich dreh mich grad schnell im Kreis. Warte, das ist jemand von euch, oder? Ich hab nur Rayquaza, glaube ich, nicht gesehen, ja. Let's go! Hä, hey, aber hast du das Sesokids neben dir gesehen? Ja. Der wollte gar nichts! Der hatte gar keinen Bock. Ich bin die ganze Zeit diese Küste auf und abgelaufen und da hinten war so ein Pepek. Auch kurz nachdem du es gesagt hast, also war es vielleicht dasselbe Pepek und das hat mich einfach weggeschnetzelt. Das kann sein, ja. Muss ich jetzt als Sesokids suchen? Kannst du? Let's go. Ist jemand von euch ein Wasser-Pokémon? Wobei, ich will eigentlich was Krasses sein, damit ich Items farmen kann. Ja, also ich. Ist jemand von euch ein Wasser-Pokémon? Dennis, hau mal ein paar Hints raus, Digga. Du hast noch was gesagt. Also ich kann mich per Item entwickeln. Du bist die erste Stufe. Ich bin die erste Stufe, ich bin kein Wasser-Pokémon. Und du entwickelst dich per Item, du die erste Richtig. Stufe. Richtig, genau. Dann bist du ein Baumball. Nee, bin ich nicht. Okay. Und was bei dir, Nico? Oh, hier ist Nalola Slimog. Let's go. Ich habe eine Entwicklung. Ja. Und ich bin, was war die Frage? Warte, wer ist das Ober hier? Weg hier, Jungs! Ja, wie geil die rennen! Oha, wir waren übernah, Dennis. Ja, wir waren übernah, ja. Ich war einfach nur eine Etage unten. Ich war hier unten, wo das Rayquaza gerade steht, ungefähr. Wie cool die wegrennen! Oh lol, okay. Ja, okay, also nur noch Sefi. Ja. Nico hat gewonnen. Razor, ich hab noch einen Tipp für dich. Ja. Ich hab das hübsche Libiskus beobachtet, was du Wirklich? Mit deinem Rayquaza, ja. Oh mein Gott, okay, Nico ist irgendwo am Strand. Also am Strand. Auf zum Strand! Auf zum Strand! Auf zum Strand. Lauf endlich. Warte, wo ist der Strand nochmal? Nee, ich bin schon richtig. Aber das ist die Biskus. Cool, jetzt kann ich ja, ja. Mit einem Pokémon weitermachen, was auch schneller ist als Urbei. Ganz auch. Okay. Hä? Existiert ja nicht. Er hat aber auch gesagt, dass der Untergrund sehr krass ist. Ja, yeah, ne? genau. Wahrscheinlich Strand, ne? Ja, yeah, aber ich habe halt gedacht, tendenziell halt hab ich hier Monitor beim Strand auf diesen... Ach, hier ist ein Monitor. Du bist nicht das Bundlebee hier, oder? Boah, das wäre crazy gewesen. Weil dieses... Auf der Ausguckplattform, meinst du? Ja, genau. Das ist ja crazy. Stell dir vor, du bist in diesem Bundle, wie was da so neben dem Trainer chillt. Ja, ich bin einfach... Boah, das ist aber auch stark, ne? Baywatch. Ich bin einfach der Aufpasser vom Stand. Ja. Okay, der ist Rottweil. So. Also hier war das Hibiskus, das ich getötet habe. Nico meinte, glaube ich, auch, er sieht einen Tentacher, oder? Ja, also muss er schon sehr nah am Wasser wahrscheinlich sein. Und da, wo ich bin, sehe ich einen Tentacher. Hm.
Okay. Das Ding übrigens gerade bei dem Rayquaza-Timo war, ich wusste nicht mehr, ob du noch bei mir bist. Ja. Du so, weil du einfach despawned warst, weil du in mir standest halt. Oder ich im Rayquaza. Oder ob du noch da bist. So, so. Ja, ja, ja. Konnte ich nicht sagen, dass ich das bin. Weil ich nicht wusste, bist du noch da oder bist du schon wieder komplett anders. Ach so, okay. Ja, genau, weil Psyker meinte auch gerade, wie konnte Flo eigentlich das Rayquaza nicht sehen? Naja, es war einfach weg. Damn. Okay, hier sind keine Tentachos. Wer ist dieses Finneon hier? Ah, ne, nevermind, okay. Hey, ihr seid gar nicht bei mir, warum seid ihr nicht bei mir? Ich hab doch gesagt, ich weiß, wo bist du denn? Ja, beim Strand. Beim Strand. Ich bin ja eben am Strand. Aber nicht am richtigen, ihr bist am zum großen Strand. Aber muss es denn der große Strand sein? Güte? Muss es denn der große Strand sein? Ja. Wenn er da die Hibiskus besiegt hat, dann. Da, das ja. ist ja. Nico hat ja auch gerade das Ausgucks-Bunnelby hier erwähnt, was hier steht. Also ist hundertprozentig da, oder? Hundertprozentig hier. Ja, also ich bin in der Nähe des Strands, ja, auf jeden Fall. Ja. Was halt viele kleine Strände noch gibt. So. Ja, der große Strand. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der wäre, aber ich eile. Okay. Bin schon fast da, bestimmt. Soll ich dich abholen? Schafft ihr es? Ich schaff das. Schau mal, wenn mir ein Enter entgegenkommt. Was bist du, Dennis, für ein Mon? Monetigo. Jawohl, let's go. Der ist einer der schnellsten, das fühle ich richtig. Ich dachte, ich mag Latios und Latios noch super gerne. Ja. Richtig. Ja. Weil die auch so fliegen können noch. Sehe ich. Also, Timo, habe ich dich so zum siebten Mal oder so gesehen. Echt? Ja, das ist die ganze Zeit. Okay. Das ist crazy. Das ist der große Strand, der sieht sehr groß aus. Ja, ich glaube, ich bin auch endlich mal angekommen. Warte, ich schau mal, wo ihr seid. Wo ist denn Rayquaza? Also ich stehe jetzt circa in der Mitte vom Strand. Ich kann keine Foxes besiegen als Ente, das ist ein bisschen traurig. Ui. Hier ist keiner von euch, ne? Ich glaube, ihr seid schon wieder falsch. Doch, da bist du, ich sehe dich. Du siehst mich? Ja, da, das okay, geht. Top. Jetzt bin ich gerade hinter dir. Ah, da bist du, ja. Okay, pass auf. Ich erzähl dir die Sachlage, okay? Okay, erzähl mir die Story. Hier habe ich das Hibiskus besiegt. Ja, okay. Und Nico meint, er hat einen Tentakel gesehen. Und er weiß, dass hier oben das Bumblebee steht. Und er weiß, dass da oben Bumblebee steht. Okay. Ist jetzt die Frage. Ah, okay, das heißt, er muss. Also könnte sein. Hier irgendwo sein, ja. Ja, dann knallen wir jetzt hier alles ab. Wir würden knallen hier alles. Ja. Hab ich auch verstanden gerade, ja. Ja. Glaube ich auch gesagt. Achso, ja, gut. Achso, ja, gut. Na dann. Hä? Oh. Warte. Haben wir ihn? Wir haben ihn, das ist er! Okay. Let's go! Das ist ja lustig. Ja, das Tentakel, das ich vor mir hatte, war mein Tentakel. Ah, oh mein Gott. Ich dachte, niemand wäre so weit rausge... Und ich war wirklich oft hier, ne? Ja, du warst wirklich sehr... Damn, okay, crazy. Also einfach im Wasser, oder was? Ja, genau. Ein bisschen weiter im Wasser drin, aber auch nicht zu weit. Ja, nee, direkt am Strand eigentlich, ja. Strong. Okay, geil. Let's go. Ich hab immer noch den Strand gefunden. Hast du den Strand schon gefunden, Flo, ja? Nein. Aber viele Strände habe ich schon gefunden. Cool. Mein Enter ist besiegt worden von dem Poplio. Robal. Robal. So, alright. Dann wollen wir zuerst das Gebiet oder den Sucher auslosen? Erst Gebiet, oder? Ja, kannst du erst Gebiet machen. Gebiet? Okay. Na gut, dann dreh ich. Am Rad! Let's go! Und zwar ist es die Küste! Wollen wir Respin, ja, oder? Wollen wir nochmal spinnen, oder wollen wir sagen... Ja, wir spinnen nochmal. So, ja, doch, ja. Nochmal? Okay. Ja, lass einfach alle vier Areale machen. Ja, true. Okay. Und alle vier Sucher halt. Ja. Genau. Die Frage ist... Hättet ihr Lust, jetzt schon auf Wondertrail-Pokémon zu switchen? Weil ich glaube, Wondertrail-Pokémon könnten cooler sein, weil ihr hättet halt wirklich alles sein können. Und bei Wondertrail kannst du ja Glück haben, aber halt auch kein Glück. Ja. Ich wäre down dafür. Mir ist es egal. Ich bin offen für beides. Ich hätte auch Bock auf. Also, ich bin auch fein, wenn wir noch ein Pokémon fangen. Ne? Das ist kein Problem. Ich würde gerne noch ein Pokémon fangen. Okay. Ich möchte das Wondertrail-Ding auch noch machen, aber ich will auch noch eine Runde so machen. Okay, easy. Weil ich will euch auch in den
natürlichen Habitaten suchen. Ja, ja, so ist es. Also, Razan ist raus, das heißt 3, 1 bis 3. Ich war 1, Dennis 2. Genau. Und Flo 3. Ja. Yeah. Okay, es ist Flo. Let's go. Welches Areal? Canyon. Canyon. Grand Canyon. Okay. Canyon ist. Unten links. Schwierig, weil theoretisch kommt man da überhaupt voran mit nur gehen? Das ist halt die Frage, ne? Das wird schwierig, schwierig, ne? Geht bestimmt irgendwie. Ja, nach unten schon, nach unten schon. Ja. Okay. Okay. Genau, hier beim Canyonplatz, genau. Let's go. Achso, bestimmt, wir fliegen ja zum Ding selber, ne? Ich bin jetzt schon zur Mitte geflogen. Wobei es. Genau. Ja. Ja, ich komme mal zum Canyonplatz. Ups. So. Wo bist du? Bist du? Bitte? Ist Flo im Menü? Ja, in der Box, ja. Ah, okay. Top. Okay. Joa, wie machen wir das? Ich bin ganz kurz mal mute, ne? Wenn was sein sollte, dann nee. Bleibt einfach mal. Okay. Das ist the way to go. Alter! Bam. Let's go. So. Ich glaube, da sehe ich mich. Oh. Frage ist es dann, na, würde ich mich da drunter. Nee, ich glaube, da würde ich mich nicht drunter. Ich bin so unsicher, das sieht so aus wie eine Höhle, aber auch irgendwie nicht. Das ist mir zu wonky. Okay. Erst das Shiny hatten und dann als das Shiny verstecken. Das ist ja halt wirklich so witzig. Ja, ich glaube schon den. Das wäre so funny. Was ist da hinten Shiny? Ne, das sieht nur so aus. Das sieht so aus. Okay. Ja, ich hab mein Pokémon. Okay, ich hab eine Idee. Ah, ich hab eine witzige Idee. Das geht. Ja. Hallo, bin wieder da. Hallo, Baby. Hallo, wieder da. Ich suche als Tarundel, okay? Kann ein bisschen dauern. Ach, Quatsch. So, dann zack. Und zack. Let's go. Ich bin so langsam. Hui. Ach du Scheiße, bin ich langsam. Ja, wird schon. Wow, okay, ich hab mein Versteck. Okay, ich brauche noch ein bisschen, aber ich habe eine Idee. Kurz. Ich habe eine Idee. Ich habe eine coole Idee tatsächlich. Na Darius, was geht? Okay, ich würde sagen, oh Gott, ich bin auch versteckt. Hast du schon einen Monsefi? Nee. Gib ihm noch ein bisschen. Alles gut.
Scheiße, Mann, die Scheiße. Und hallo Kima, was geht? Ich hoffe, es geht dir gut. Was geht allgemein, Leute? Was macht's Leben? Ich weiß nicht genau, wo ich mich verstecken will. Ich glaube, alles hier im Wasserbereich ist halt gut als Marmolida, ne? Ich glaube, wenn ich mich hier unten drunter verstecke, ist es zu obvious. Kann ich überhaupt so drunter? Nee. Ich kann mich halt so hier so verstecken. Okay, ich habe ein Mon. Ach, schon irgendwie okay. Witzig, ne? Dann, 2 Minuten war das, ne, Timo? Ja, ja. Ich brauche nicht so lang. Ich brauche nicht so lang. Ich muss nur noch dahin laufen. Gut, dann sag einmal Bescheid. Okay. Okay, sollte passen. Okay. Wummöppel, was geht? Komm ich euch jetzt suchen, ja? Ich hoffe, das ist okay für euch. Ogli, Ogli. Vereine mich nun mit Tarundel. Okay, okay. Das klingt ein bisschen. Ja. Und Tarundel ist auf dem Weg. Ja, vielleicht bin ich auch Latias. Ja. Kein großer Unterschied eigentlich, sagen wir ganz ehrlich. Jetzt die Frage, ne? So als Latias komme ich von hier oben tatsächlich relativ gut voran. Ich könnte einfach runtersegeln, aber ich glaube, das ist nicht so Sinn der Sache. Guck mal, wo ihr lang gegangen sein könntet. Oha. Ich sag's wirklich cool, wenn man als wildes Pokémon auch fliegen könnte. Du kannst halt gleiten zumindest. Ja, genau, ne? Gleiten kannst du, ja, aber so richtig ja. Fliegen wäre halt richtig nice, ne? Das stimmt allerdings. Kommt man von dieser Anfangsplattform runter, ohne runter zu springen? Ich glaube nicht. Okay. Dann frage ich mal so, seid ihr alle runtergesprungen? Nur, dass ich jetzt nicht... Ich bin runtergesprungen, ja. Ich gehe mir schnell neues Wasser holen, ja? Kein Salat, keine Sorge, Flo. Nur Wasser. Du kommst nie wieder. Was meinst du mit runter? Was meinst du mit runtergesprungen? Ja, also ich weiß noch nicht, ob man hier runtergehen kann. Und wieder hochgehen könnte dann. Nee, das glaube ich nicht. Okay. Weil das ist ja crazy dann, oder? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel rechts runterspringe, werde ich ja nie nach links kommen. Wenn einer nach links ist, werde ich den ja nie finden, oder? Ach so, boah. Ja, das ist halt die Frage jetzt mit dem Canyon-Gebiet, ne? Ja. Ah, ja. Und ich kann halt auch nicht, also ich könnte versuchen, da wieder hinzufliegen, aber wahrscheinlich sehe ich dann eure Icons. Aber seid ihr, Jungs, geklettert mit Koraidon, Miraidon oder seid ihr nur runtergelaufen? Nur runter. Ja. Gelaufen. Okay. Also ich bin auch nirgends hochgeklettert oder rüber oder irgendwie so. Okay, wieder. Ja, aber bei so vielen Ebenen und so, das wird schwierig. Das ist unmöglich, glaube ich. Unmöglich? Na, guck mal, wenn ich jetzt rechts... Ich weiß, worauf du hinaus möchtest, ja. Komm ich, dann kommst du ja nicht mehr zurück. Wieder links hin. Ja, ja, ja. Es geht ja... Also runter ist ja easy, klar, aber ich komme ja nie wieder hoch. Ja, 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 ja. Ja, ich ja, bin nicht oben geblieben am Anfang. Ja, sind alle nicht. Das ist das Problem. Ja, die Frage ist, wie tief so. Weil es gibt ja... Ja, ist ja nicht scheiß auf oben, wenn ich jetzt nach rechts runtergehe. Da kann, du kannst doch außen herum rüber, oder nicht? Guck mal, wenn du auf einem mittleren Plateau bist und ich unten suche irgendwann, dann komme ich nie wieder auf die Mitte. Oder nach ganz oben. Ja, ich sage auf alle Fälle, geh halt kurz zum Trainer zurück und geh dann von dort nochmal los. Ja, aber dann muss ich auf die Map gucken. Nee, musst du nicht. Nee, Synchronisation beenden. Einfach Synchronisation beenden und dann nochmal neu. Ja, das geht ja schon. okay, das sehe ich. Boah, das ist eine gute Frage, Narsch. Ja, Canyon ist Arsch, glaube ich. Aber wobei, ich glaube, vielleicht überschätzen wir es auch, weil hier die Fläche nicht so riesig ist und wenn du nur, wenn du nicht hoch kannst und nicht in Höhlen, ja. Canyon besteht ja schon sehr viel aus Höhlen und so, ne? Wenn es dich tröstet, Flo, ich habe dich schon einmal gesehen. Oh. Oha. Ja. Ja. Mhm. Alma, bist du das schon? Nein, ich nicht. Ja, ich habe dich auch vermisst. Ich habe dich noch nicht gesehen. Okay, dann sind zumindest ja 2 irgendwie so in dem Bereich hier. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Ja. Dann schauen wir mal, ne? Was wird? Was wird? Was wird?
Ist die Frage jetzt, ob es irgendeine eine clevere Taktik gibt oder wirklich einfach alle Monster einfach straight, wegfetzen. Ja, das war auch meine Taktik. Einfach straight up. Habe ich gehört, als du in meiner Nähe warst. Babam, 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 babam. Babum, badabam. Babum, badabang. Babum, badabang. Ich habe auch wieder so kleine... Oh. Kleine, Viecher, die sich überall verstecken könnten. Die sehr unauffällig sind, so Pico Chilla zum Beispiel, ne? Hm? Also ich gebe den Tipp, weil ich glaube, sonst wirst du mich nicht so easy finden. Ich bin kein kleines Pokémon. Also ich bin größer als ein Mensch. Das ist tatsächlich ein großer Hinweis. Ich kann mal gucken. Ich kann dir die genaue Größe meines Pokémon sagen. Das heißt natürlich nicht, dass es in-game dann so aussieht, ne? Aber... 1,20 Meter bin ich groß. 1,20 Meter. Aber ich bin jetzt also kein WhatsApp oder so, ne? Müsste ja dann so Menschen-Charakter sein, weil größer sind die bestimmt nicht. Also die so 1,20? Schüler, ne? Ja, 1,20 doch nicht, oder? Ja, Quatsch. Mir ist gerade das passiert, was die letzte Runde passiert ist, Flo. Ich wurde gekillt. Ja, ja. Oh. Dann bist du wahrscheinlich wieder oben, ne? Ja, die Frage ist, wann habe ich das jetzt gerade gecallt? Ne? Wann wurde ich besiegt? Vor 2 Minuten? Frage, vor ja. 3 Minuten? Oh, hier ist eine Höhle. Die habe ich noch nie gesehen. Also ich glaube, Dennis wurde so vor 2-3 Minuten besiegt. Hast du mich gesehen, oder was? Nee. Was ich einfach rausgeschmissen. Wie elendig verreckt bin, Alter. Boah, Alter, hier ist ein Flank-Auflauf. So viele von denen. Wer von denen bin ich? Einer. Wir waren eben noch nicht da. Digga. Dennis, du bist zwar ein Schwein, aber kein eins von denen. Okay, den gebe ich dir. Okay. Was gibt's denn noch für ein Schwein hier? Schweinchen, ey. Lechonk. Aber jetzt habe ich nicht hier. So, Ich glaube, jetzt muss man. Wenn ihr mich schon gesehen habt, zwei Leute. Dann ist es ja, könnt ihr ja nicht unter mir sein, oder? Das heißt, ihr müsst auf derselben Ebene sein oder über mir. Wenn ihr über mir seid, komme ich da nicht mehr hin. Aber über mir ist, glaube ich, nur das Anfangsplateau. Also müsstet ihr eigentlich hier sein. Okay, okay. Oder? Was sind die Fragen? Ich scheue mich halt weiter runter zu gehen, weil es eigentlich keinen Sinn macht, glaube ich. Außer Timo ist halt da unten irgendwo. Das weiß ich nicht. Timo, bist du Altaria? Nee. Okay, schade. Ist Altaria 1,20 groß? Weiß ich nicht. Könnt ihr hinkommen, oder? Ja. Weil schon nach. Ich sag 1,30. Ich hab nur gerade Altaria gesehen und dachte mir dann so. Oh, ist 1,10 Meter sogar nur. Oh. Small. Small. Aber in der Mega sogar 1,50. Alter. Riesig. Riesig. Okay, wollt ihr mal einen Tipp raushauen, Jungs? Ich kann Pokémon nennen, was ich sehe. Ja, macht das doch mal. Nennt doch alle mal ein Pokémon, was ihr seht. Kleinstein, also Alola. Alola? Mhm. Sepa. Bist du ein Kronjuwel? Ich bin Kronjuwel, ja. Na, schade. Macht gerade so witzig. Ich habe genau in dem Moment, als Timo einen Kleinstein gesehen hat, so ein Kronjuwel gesehen. Ah. Was den Kleinstein angeguckt hat. Oh, stark. Das ist so crazy, ne? Und ich stand so genau hinter dem so. Das wäre so witzig gewesen. Manchmal denkt man, das muss einer von euch sein, ne? Das denkt man so crazy. Ja, aber die Paranoia schiebt man nur, wenn man online ist mit den Leuten. Ja. Safe. Ich sehe kein Pokémon tatsächlich, aber wo ich bin, da spawnt auf jeden Fall Zurokex. Okay. Zurokex ist schon weiter oben, ne? Ich weiß nicht, ob der überall spawnt. Und der spawnt schon. Hast du schon was gesagt? Der spawnt schon. Seeper. Du hast mich schon gesehen. Und ich hab dich schon gesehen.
gesehen. Also ich dürfte Synchromaschine auflösen und neu machen, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. Dann mache ich das, glaube ich, nochmal. Ich habe gerade noch nicht so die große Hoffnung, mich jemals zu finden, aber ich versuche. Ja, das hatte ich anfangs auch, aber dann irgendwann platzt der Knoten. Ja. Also ich weiß nicht, was schlimmer wird. Canyon oder hier Arctic ist halt auch nochmal. Guck mal, wir machen eine neue Regel, die finde ich ziemlich cool, okay? Jo. Wenn ihr damit fein seid. Ich mache jetzt einen Timer auf 5 Minuten. Wenn die 5 Minuten abgelaufen sind, darf Flo einen Mon nennen. Irgendeins. Und dann müssen wir sagen, okay, ob wir das sind oder nicht. Mhm. Ja, okay, cool. Weil es gibt ja schon einige Canyon-Mons und alle 5 Minuten einen Mon, glaube ich, ist fair. Ja. Mhm. Weil ich hatte ja auch eben irgendwann den Hinweis, dass Flo Sesokids ist. Das war ja für mich auch so das. Mhm. Ich habe auch einen sehr, sehr guten Tipp, den ich sagen werde, sobald noch ein bisschen Zeit vergangen ist. Mhm. Und pass auf, Flo. Ich sehe sogar zwei Sepa. Ich habe dich übrigens wieder. Sehr viele Sepa. Okay. Was hast du gesagt, Sebi? Ja, welcher? Ich hab dich übrigens wieder gesehen, ne? Okay. Ich glaube, ich habe einen, oder? Nein, lass mich in Ruhe. Lauf, Sepa! Lauf, Junge! Lauf! Ah, du bist Sepa? Ich kann dich nichts. Ja, ja. Er ist Sepa und hier sind sehr viele Sepa. Ja. Lauf! Sepa war stronger Hinweis. Okay. Ich hätte Golbit sagen müssen, aber der ist erst gespawnt, nachdem ich Sepa gesagt habe. Unmittelbar danach. Du hast mich halt gesehen. Mhm. Und Sevi hat mich auch gesehen und er hat gesagt, Zurukex spawnt und hier spawnen auch Zurukex. Und er ist über einen. Nee, du bist größer als ein Mensch, warst du, ne? Also ich denke. Also so circa. Es ist schwierig zu sagen. Es ist schwierig zu sagen, ja. Also schon ein größeres auf jeden Fall. Sagen wir es mal so: Von der Masse und vom Volumen bin ich auf jeden Fall größer als ein Mensch. Okay. Vielleicht nicht unbedingt von der Höhe. Ja. I see. Ist das schon eher was von Timo? Er hat Kronjuwild gesehen. Nee, Kleinschwein. Ja, du hast das Kronjuwild gesehen. Ja, ich erinnere mich. So. Raka, was geht? Was sind für große Pokémon? So Sichlor, aber. Aber nicht vom Volumen Sichlor, oder? Warte, hier ist was. Hä? Was ist das? Klingt ein bisschen wie Georg, oder? Ein Seemon. Georg ist vom Volumen her größer. Hä? Ja, aber ich glaube, der ist schon eindeutig kleiner als. Ja. Ich glaube, der wird ziemlich. Kronjuwild? Genau, vielleicht Kronjuwild, oder? Mal, warum helfe ich dir überhaupt? Rabauz, Rabauz. Rabauz. Großes Rabauz. Ja, nee, Kronjuwild könnte natürlich auch sein. Ich überlege gerade, gibt es sonst noch irgendwas Großes hier? Bisher noch nicht so viel getroffen. Doch, mir fallen noch ein, zwei ein, aber die. Ich nenne sie jetzt mal nicht. Bist du shiny? Die sehen immer so shiny aus. Ja, ey, das ist das Allerschlimmste an Capo, ne? Die sehen alle shiny aus. Ja. Wirklich jeder von denen. Alle. War ich hier schon? Ist das das, wo ich eben war die ganze Zeit? Ich glaube, ja. Okay, ich gebe dir noch einen Tipp, weil okay, ja. Ich glaube, also meine Idee ist funny, aber sie ist vielleicht auch ein bisschen gemein. Deswegen gebe ich dir jetzt einen guten Tipp, und zwar, oder dir und Dennis. Hm? Mein Hallo, Charakter Lobos. Befindet sich, glaube ich, sehr nah bei deinem. Oh. Also mein Trainer. Ja, okay. Bei mein oder Flo's Charakter oder so viel nehmen. Charakter, glaube ich. Okay. Okay, dann will ich auch einen guten Tipp geben. Okay. Ich sehe oder beziehungsweise ich bin sehr. Aber, ja? Kurz zu Sefi noch, das Pokémon befindet sich nah bei meinem Trainer, ja? Nee, mein Trainer befindet sich sehr nah bei deinem Trainer. Okay. Das ist ja an sich nicht der krasseste Hinweis. Naja, außer. Du weißt ja, dass ich der Letzte war, der ein Pokémon gefunden hat. Ja. Dass ich jetzt nicht so extrem weit. Ja, eben. Also, du wirst nicht sagen, dass dieser Hinweis krass ist, wenn er dann nicht krass wäre. So, ja. So meine ich. Er klingt erstmal nicht krass, aber er hat mehr zu bedeuten, wahrscheinlich. Ja, das sehe ich. Also, ich bin sehr nah an so Blöcken. Ne? Also, ich sehe sehr, sehr nah solche Blöcke. Ah, diese Ditto-Blöcke da? Naja, zum Beispiel. Also, diese Blöcke halt, ne? Diese Schallblöcke. Auch nicht wenig. Okay. Das also jetzt nicht so, manchmal gibt es ja nur so kleine Plattformen oder so, ist schon ein bisschen mehr. Okay. Damit kann man arbeiten. Geil. Aber also ich sag schon mal, es macht tausendmal mehr Bock, das in der Synchromaschine zu machen, als Charakter. Ne? Allem, ja, ja, ja. Vor allem, du bewegst dich halt viel flüssiger und du kannst Items sammeln. Und ja. Du kannst so Mobs einfach wegklatschen und musst nicht Angst haben, in die zu
zu finden. Das sehe ich, ja. Die zu encountern, meine ich. Okay, ich gebe dir nochmal, ich gebe Dennis einen Tipp. Jo. Weißt du, wo Flo ist? Oder wo Flo's Charakter ist? Nee. Bei der Basis da. Okay, okay. Quasi. Ja, okay. Mein Charakter ist direkt über seinem Charakter. Oh. Such mal meinen Charakter, dann habt ihr einen guten Hinweis. Okay, warte. Synchro. Ich lebe gerade so gefährlich, weil ich gerade überall in so richtig unnatürliche Gebiete reingehe, nur um Items aufzusammeln. So. Wie da oben drauf ist der. So. Also ich glaube, er ist über deinem. Okay. Ja. Der Timer klingelt. Du kannst nach einem Pokémon fragen, Flo. Ich hab schon mal den nächsten bestellt. Bist du Fiyaro, Dennen? Ja, ich bin Fiyaro. Okay. Aber das Magnesium hier wäre auch. I wait, der Pen. Das ist ja Magneton noch. Aber wer von beiden bist du? Ja, true. Das ist eine 50-50. Nee, warte mal, hier Magneton, weil gegen Magneton kann mich killen. kann ich Dingensen. By the way, funny, drück mal Doppel-B, also B zweimal hintereinander. Bam. Das ist voll witzig. Was, B zweimal hintereinander? Ja, guck mal, ich stehe jetzt und flieg nicht mehr. Ach so, ja. Das kann aber Latias. Warum kannst Latias nicht? Weil das schwebt, glaube ich. Keine Ahnung, ich glaube, der hat keine G-Animation. Bei Metagross ist es voll witzig. Aber Magneson war krass. Aber hast du das Magneton verdeckt? Also standst du da drüber oder daneben? Hä? Wie meinst du? Nee, man kann gar nicht im Magneton stehen. Also du hast nicht das Magneton verdeckt, ne? Sondern du standst einfach noch so. Genau, da. Ich stand einfach hier. Ich stand einfach. Nee. Ding ist, ich habe das Magneson gesehen, aber ich habe das Magneton gar nicht gesehen. Nee, eigentlich. Aber stark, ja. Ich habe hier ein Magneton gesehen. Eigentlich wollte ich ein Magneton holen und mich hier hinstellen. Dann hätte ich ein Magneton gehabt. Ja, aber, stark gewesen. Aber es ist nichts mehr gespawnt, weil die Spawn-Dingens geviertelt wurde. Und deswegen habe ich mir schnell mein eigenes Magneton geholt. I see. Okay, dann ist nur noch Timo da, ne? Timo, bist du Kroniwelt? Nein, aber ich habe bisher auch noch niemanden von euch gesehen. So viel kann ich sagen. What? Bist du so weit weg? Okay. Wir sind schon im Polarland, oder? Nein, Spaß. okay, und du siehst viele Blöcke. Ja. Okay. Also diese Baublöcke, womit Sachen gebaut wurden? Genau, diese weißen Blöcke da. Weiß, pink, blau, alles dabei. Hui. Und ich habe eben einen kleinen Stein gesehen. Und ein Mon, was ich auch häufig hier sehe, was nicht so häufig überall spawnt, ist Shiggy. Okay. Aber du stehst nicht auf diesen Blöcken. Wait, Shiggy ist ein guter Call. Ich stehe nicht auf den Blöcken. Nee. Shiggy ist ein guter Call. Der ist ja nur so an. Shiggy? Shiggy? Die spawnen doch nur an diesen Ufern, oder? Ja, kann sein. Ich meine ja. Hey, Dankeschön, Ace übrigens, ne? Kuss. Ich glaube, die spawnen. Ja, das ist halt die Sache, ne? Die dummen Starter, die spawnen irgendwie überall gefühlt. Überall und nirgends gleichzeitig, ja. Genau, so in irgendwelchen random Höhlen. Aber ja, true, nee, mir fällt gerade auch noch ein Ort ein, wo Shiggy spawnt. Ja, das ist kein Ufer. Ja, okay. Oh, das ist ein Shirox. Was? Okay. Ein Shirox. Hier ist ein Shirox bei mir gespawnt. Ich bin komplett falsch, Alter. Wait, hier ist Timo sein Charakter. Okay, wir sind was ganz heißes auf der Spur. Oh, du hast deinen Charakter. Okay. Interesting. Tatsächlich, ja. Vor deinem Charakter ist ein Kronjuwild, ein Kleinstein. Digga, spannert die jetzt beide ab. Weil du hast gesagt, du hier dieses knallleuchtende Capoeira mit ganz viel Sparkles um sich rum. Nee. What? Nein, ich hab den Kleinschein verloren. Ich Loserkopf. Ach, ich bin ein Fiyaro, true. Na gut. Nein, okay. Fuck, wie bin ich denn zu Team gekommen? Ach, das geht doch alles in den Bach runter. Na gut. Ich würde sagen, ja. Ich glaub auch. Ja, am besten mit. Also, Flo, ich hab einen Ort. Selbst. Ja. Wo es Kleinstein gibt, wo es Shiggy gibt. Okay. Progress, ja. Könnte aber so ein Gefühl überall sein, wo Wasser hier auf der Map ist. Ja, nee, es ist eigentlich direkt den Wasserfall runter von der Base. Aber ein Sichlo habe ich noch nicht gesehen. Achso, ja, Shirox halt, ne? Nein, Fiyaro, bitte nicht ins Wasser fallen, danke. Also Sichlo sehe ich viele. Echt? Ja. Shirox habe ich gesagt, ne? Genau. Shirox? Ja, okay. Ja.
Ah ja, ah, ich sehe einen Shirox. Ah ja. Okay, okay. Wild. Also ich weiß, hier ich weiß noch, falsch. Wo ich super viele Shirox, also ich erinnere mich noch an den Tag, als ich super viele Shirox-Seeker weggeballert habe. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Also ich sag mal so, ich hab gerade. Ja? Ich hab gerade eben so meine Kamera gedreht und wurde plötzlich von einem Magnuson gejumpscared. Also da bist du irgendwo hier, ja? Ja, weiß auch nicht. Ich hab ich mich erschrocken. Ich dachte so, jo, was macht. Nee, hier! Ja. Wo seid ihr denn? Ja, bist du unter Wasser zufällig? Nicht unter Wasser, nee. Aber auf dem Wasser. Aber auf dem Wasser. Dieses Lampi. Ah, schade. Bist du ein Wasser-Pokémon zufällig? Ja. Ich glaube, ich habe ihn, ne? Bist du das? Oder landest du? Ja. Du bist wirklich. Also, Nico ist wirklich über mich drüber geflogen, zu dem Lampi neben mir, um das zu töten und dann weiterzuziehen. Ach, endlich habe ich euch gefunden, Jungs. Ich war. Genau, hier, Nico, warte. Hier bei den Blöcken. Da, wo das Latias ist. Und ich war hier und du hast gesagt so, ja, du bist gerade den Wasserfall runter. In dem Moment dachte ich so, wait a second. Und ich drehe mich so zu den Wasserfällen und sehe dich auf mich zusprinten. Wirklich Jumpscare-mäßig. Und ich stand ungefähr hier und da bist du über mich drüber geflogen, um das Lampi hier rechts zu töten. Ja, aber es ist krass, weil viele Pokémon kann ich gar nicht killen. Also als Beispiel die Seepair, an die komme ich gar nicht ran. Ja, manchmal kommt man da nicht so gut ran, das sehe ich, ja. Ja, vor allem, wenn die untertauchen. Das ist sowieso immer schwierig, manchmal. Ja, ja, ja. Aber die hier unten kriegen wir eh nicht, ne? Weil die so abgetaucht sind. Aber unter Wasser bin ich nie. Nee, das wäre. Ich glaube, ja, aber nice. Ja, und hier ist der Shirox, der ist halt. Ja, nice. Das verrät schon viel. Was passiert eigentlich, wenn ich über Wasser Doppel-B drücke? Oh. Fiabo hat es. Ja. Ja. Oh. Und hier ist das Kleinschein, by the way. Fiabo ist tot. Was ich gesehen habe. Alright. Dann losen wir wieder aus. Das tut mir leid, Lara, das klingt nicht so geil. Ich hoffe, dass es jetzt besser wird. Jetzt sind es nur noch Dennis und ich. Du und ich, ne? Ja, du und ich vorher. Ja. So, ich Nummer 1, du Nummer 2. Jo. Das Gebiet. So, wer muss suchen wo? Und zwar. Okay, Canyon, wir spinnen nochmal. The Grand Canyon. The Grand Canyon. Schwarzen Call, Savannenareal. Flieg schon mal zum Savannenplatz. Alter, die Küste und der Canyon wollen uns wissen. Die wollen es. Scheiße, Lara, aber ich hoffe, dass die Arbeit entspannt ist aktuell. Ey, das gibt's doch nicht. Nice. Scheinbar reicht übrigens einmal B zum Landen, schreibt Blocky gerade. Aber ja. Einmal B. Okay. Das tut mir echt leid. Ich wünsche nur das Beste. Ganz viel Liebe. Okay, weiß ich Bescheid. Savanne! Ja, guck mal, ich hab schon predicted, Alter. Ich bin schon da und warte hier auf euch. Oder? Savanne. Random Generator. Ein Savannenplatz, genau. Oh, und ich muss suchen. Wo stehst du? Okay. Boah, Savanne, Alter. Ja, da ist halt viel Fläche, ne? Boah. Ja. Okay. Weiß schon genau, was mein Plan ist. Ich meine, hier, theoretisch gesehen, hier können wir auch mit Korallen und Mirai laufen. Es gibt ja keine Erhöhung oder so, ne? Ja, ja. Ich kann nicht zum Savannenplatz. Hast du es nicht freigeschaltet? Nö. Oder? Ich glaube, da unter ist so ein Fliegedings, glaube ich. Ah, jetzt. Ich habe nur mal das Icon von Timo andrücken können. Fliegedings. Fliegedings. Kleines X, großes D. Okay, ich weiß genau, was mein Plan ist. Okay. So, ihr seid einfach in die Pokébox rein, ne? Ja, genau. Ich wünschte, ich würde den Shiny sehen, das wäre so cool. Ich würde mich so gerne als Shiny verkleiden. Vor allem verkleiden. Crazy, ja. Eine Überrumpelmission. Boah, das wäre so krass. Ja, bei Wonder Trade halt, ne? Ja, das wäre cool. Ich meine, die Chance wäre. Machen wir so genau einen Wonder Trade? Ein Wonder Trade würde ich sagen, jetzt? Ja. Okay. Das würde ich cool finden. Einen einzigen Wonder Trade hat man. Weil dann kannst du es dir. Weil wenn du so viele machst, dann kannst du es dir wieder zu einfach machen, weißt du? Ja.
Und dann nimmst du dir halt einfach das Kleinste oder das, was es halt in dem jeweiligen Gebiet gibt. Aber ich glaube, es ist wirklich cool, das komplett dem Zufall zu überlassen. Ja, finde ich schon gut. Ist, glaube ich, gut, dass man in der Box ist. Sonst sieht man, was du so fängst. Tino. Ah, sieht man das? Ah, ja, ja, das ist es. Ja, das sieht man. Das sieht man, ja. Genau. Oh Mann. Aber wer sucht denn? Ach so, stimmt, jetzt wissen wir als Dings halt auch. Ne? Ja, ist ja egal, ist nicht so schlimm. Ja, okay. Juckt. Habe ich eh bis dahin wieder vergessen. Ja, wahrscheinlich wirklich. So. Boah, was nehmen wir denn? Boah, ich hätte hier so eine geile Idee gehabt für ein Versteck. Okay, ich bin ready. Okay. Oh, schade, dass ich... Oh, das wäre so eine geile Idee gewesen. Hat das was mit einem Vogel-Pokémon zu tun? Mhm. Mhm. Hat das was mit einem Nest zu tun? Mhm. Ja, die stand schon in meinem Chat. Dann mach ich die mal nicht, wa? Oh, das wär perfekt. Okay. Ich weiß doch. Es gibt nur ein einziges Versteck hier. Okay. Alright, ich hab das Mon gefangen. Ja, ich fang meins jetzt auch. So. Also vielleicht dann einfach in der nächsten Zeit nicht nach oben rechts gucken. Alright. Ach, steht es da? Ja. Ach so, okay. Aber nur in dem Moment, wo du es halt fängst. Dann nicht, okay, wir haben schon mal Heidezieh gespielt, hier mit einer anderen Gruppe, und da habe ich mich auch als Dodo verkleidet. Also, ich hab's bemerkt, aber nicht auch gehandelt. Ich nicht wirklich drauf geguckt. Ja. Aber damit kannst du richtig geil Items so, farmen. Und die rennen ja sowieso alle von dir weg, die sind überbroken. Ich krieg's nicht gefangen. Schon mal Hinweis. Okay, krass. Mein Mann hat eine Catch-Rate von 3. Es sind halt Safari-Pokémon, ne, hier. Ja. Alle Arschlöcher. Das stimmt. Mega. Was auch cool wäre das Mufasa-Pyroleo zu töten und sich dann dort dahin zu legen. Boah, Digga! Kannst du nicht alle Ideen vorwegnehmen? Ja. Also genau so ein Versteck, was ihm, aber einfach das Weibliche. Ja. Weil die Angst, die ich hätte, dabei wäre, dass sie despawnen dann irgendwann. Welche? Passiert das? Also die wilden Monster halt. Achso, ja, das ist ja egal. Die du dir nicht legst. Ja, das ist ja dort egal bei dem. Kennst du das König der Löwen-Dings? Den König der Löwenplatz? Achso, nö, wahrscheinlich nicht. Achso, ja. Wahrscheinlich dann nicht. Hä, warte, ist es keiner von euch? Hier ist der Mond, das sieht so aus, als würde es gerade kotzen. Okay, wir müssen Flo auf jeden Fall noch den Königsfelsen zeigen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja, crazy, dass du das nicht kennst. Ja, hallo Nebel! So. Ja, alles ehrlich, so Nebel, danke für den Resub. Okay, ich bin ready. Nice. Ich, noch nicht. Hä, das sieht so off aus, das Pokémon hier. Also ich glaube, das ist am Fressen oder so, aber das steht einfach hier und frisst. Das sieht viel zu real aus. Das ist richtig crazy. Das ist wahrscheinlich zu krass, oder? Ich glaube, das wäre zu crazy. Dennis, du bist schon versteckt, ja, ne? Ich bin versteckt, jo. Okay. Habt ihr anderen Jungs schon was gefunden? Ja, mir auch versteckt. Ja. Okay. Nur versteckt habe ich mich noch nicht so festgelegt. Die Musik passt so gut gerade, Alter. Das ist so unfassbar. Kurz Freezer geworden. Okay, ich glaube, ich wäre ready. Okay, let's go. Timo? Ja, ich bin auch versteckt. Okay. Sehe ich so. Na gut.
Dann komme ich jetzt. Bereit oder nicht? Ich komme. Okay. Okay. Hey lol, das ist ja direkt daneben. Der Felsen. Ist der dort direkt vor Ort? Ja. Das kann sein, ja. Krass. Aha. Okay. Jetzt aber geil, wenn jetzt einer von uns wirklich Pyroleo oder Skarlok wäre. Und das einfach trotzdem durchzieht. Ja. Okay. Ja, let's go. So, Mufasa ist gone. Wer muss doch nicht so schlau gewesen, das einer von uns gemacht. Ich sag safe, wenn sich jemand von uns dort versteckt hätte, hätte Nico instant nachgeschaut, wenn er sofort den Felsen dort gesehen hätte. Ich hätte es auch gemacht. Boah, die Lags in dem Gebiet, ne? Uff. Der Klassiker. Geht bei mir tatsächlich gerade. Also als Charakter ist viel schlimmer als Mon. Ja, hab ich auch mal das Gefühl. Ja, das stimmt, ja. Aber vielleicht bewegt er sich einfach nur lagender, der Charakter. Der hat weniger Frames bekommen als die Mons. Wer ist das? Hast du direkt den Willen? Ja. Oder was? Ich hab letztens schon mal mit Leuten gespielt und ich habe genau dasselbe gemacht. Ich bin, glaube ich, 20 Minuten übers Feld gelaufen und keiner hat mich gefunden. Diesmal ist mir Nico instant entgegengekommen, ja. Aber mit Fullspeed. Digga, das oh ist mein Gott. Los. Wer ist das? Ich bin das. Ach, du bist das? Ja! Ach so, okay. Weil Dodo läuft ja sowieso die ganze Zeit nur rum und dann dachte ich, ja, easy. Okay. Ich kann euch so einen gottlosen Hinweis geben, das ist ja witzig. Okay. Ah ja, by the way, ich habe die ganze Zeit Faria dort fressen und kotzen sehen. Keine Ahnung, was. Also, Wiederkäuer wurde da groß geschrieben. Was, fressen und kotzen? Ja, der hat eine ganz wilde Pose. Naja, der wiederkäut halt, ne? Ja! Eben. Der wirft das wieder hoch und isst nochmal. Nein. Ja. Das ist es. Mein Pokémon ist gerade in einer Pfütze ertrunken. Ah, ja. Scheiße. Das kenne ich. Warum ist der so langsam, hä? Ich wollte gerade mit Boreos fliegen, der ist ja überlangsam. Glaube ich echt langsam, ja. Alter, okay, aber das war einfach Pech jetzt, dass du mir gerade überlegst. Ja, safe, 100%. Das sah einfach ultra legit aus. Ja. Ich habe auch gehofft, dass du einfach straight up bei mir vorbeiläufst. Ja. Das ist ja nice gewesen. Ich sag mir, dass es funktioniert. Ja, egal, wir ziehen es jetzt durch. Das ist viel zu cool. Ich bin viel zu lang. Ich muss das machen. Das ist viel zu cool. Okay, wir ziehen es jetzt durch. Plötzlich viel mehr Respekt vor meiner Umwelt. Und so plötzlich so ein Pokémon mit Typenvorteil auf dich losmarschiert. Das stimmt. Boah, Alter. Okay. Die töten dich halt instant, ne? Okay, das ist niemand. Na gut. Dadurch, dass wir hier gefangen sind, halt ja. Ja, den klassischen, let's go. Okay. Haben mich von euch hier schon mal jemand gesehen? Nee. Was bist denn du für ein Mon? Azugladis. Nö. Ich wäre jetzt bei jedem Dodo richtig paranoid, weil die rennen halt wirklich einfach straight up die ganze Zeit nur über diese Felder hier rum. Oh. Das war die Tag. Naja, genau. Das habe ich letzte gemacht und alle sind ständig an mir vorbei, weil ich ja gedacht habe, ja, ist halt ein Dodo. Das ist ja gar kein Bock, dem hinterher zu rennen, so haben die Leute sich gedacht, weißt du? Ja, ich sag mal so, hätte ich ein langsames Pokémon. Ja, und dann kamst du mit so 800 km auf mich zugesprintet. Also, das Ding ist folgendes. Ich glaube, es ist gerade ein Mon auf mich zugegangen. Ich hatte japanische Angst. Dann ist es aber an mir vorbeigegangen. Alles war gut. Ich habe es die ganze Zeit im Blick behalten. Plötzlich sehe ich vor mir, glaube ich, ich weiß nicht, ob es wegen der Sonne war, aber Chat ist sich ziemlich einig, dass da ein Shiny Scharnierer stand.
Echt? Ich das ins Visier genommen und dann hat mich das Mon von hinten angegriffen. Oh. Jetzt bin ich wieder auf freiem Fuß. Das heißt, da war anscheinend schon Nera. Scheinbar, aber jetzt also ist halt gespawnt wahrscheinlich, ne? Achso, ja, ja, safe, safe. Hat keiner Clip gemacht. Macht halt Clip, Leute. Schnell. Schnell. Ja, mach mal jetzt. Wofür zahlen wir euch eigentlich? Das ist irgendwie ein bisschen ironisch bei Sabatons. True. Wer den Shiny Chanera Clip raussucht, eine Minute auf den Timer. Das war auf jeden Fall gerade Fiebertraum ein bisschen. Ein bisschen alles auf einmal passiert. Oh. Ha. Simon. Ich meine, das Savannengebiet ist immerhin relativ entspannt zum Absuchen. Weil ja, alles so eben ist. Suchen, aber es ist halt auch ultra riesig. Ja, also ja, safe. Wäre ich nicht in dich reingelaufen, Digga, dann. Ja, 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 ja. Oh, bist du? Doch. Du bist doch so natürlich. Okay, habt ihr euch schon weit bewegt oder seid ihr immer noch plus minus da, wo ihr angefangen habt? Also ich wurde ja zurückgesetzt. Ach so, du wurdest besiegt. Ja, ja, genau. Während ich das Chanera gesehen habe, hat mich das Pokémon besiegt. Oh, ich aber nicht das Chanera, schon... oder? Nein. Das war in weiter Entfernung. Ah, oh, okay. Und ich habe es skeptisch betrachtet und dann hat es mich angefallen von hinten. Ah, okay. Schade. Ich bin schon ein bisschen gelaufen, ja. Okay. Aber gelaufen ist ja auch schon ein bisschen frech formuliert, weil du ja eigentlich fliegst, oder? Maybe. good one. Maybe. Ja, ja, ja. stark. Weil die Rihorn, die rennen halt auch die ganze Zeit überall rum. Das kann halt auch jederzeit Seht ihr gerade ein Rihorn? Ja. Steffi auch? Ich sehe ein Rihorn, ja. Okay, ich habe noch nicht eins gesehen bisher. Okay. Hab's gerade getötet. Dann werde ich wohl auch keins mehr sehen heute. Wahrscheinlich. Hier sind schon recht viele. Oh, hier ist ein Trainer. Da vorne ist Flo. Oh, hi. Hallo. Einen Trainer habe ich auch noch gar nicht gefunden, ne? Also ich sehe gerade Flo und Flo wurde getötet und ist dann wieder losgedingst. Ich habe mir ja so als Ziel gesetzt, Shiny Living Kanto Decks zu machen. Ich habe jetzt noch nicht einen Shiny, aber ich habe Shiny Chanera scheinbar ja gesehen. Chat schreibt einfach nur Shiny Living Kanto Decks, 1. Flo, 0. Warte, du hast noch kein Shiny aus dem Kanto-Deck? Nee, ich habe auch noch nicht geshiny hunted. Ja, aber so also von alten Dings, weißt du? Ja, von alten habe ich schon noch welche. Aber ja, seit ich das als Ziel habe, habe ich noch nicht gehuntet. Ja, ja, sehe ich. Bedingt. Fängst du mit allen verschiedenen Formen und so? Alter, wie das Dodo einfach da im Sumpf? Nee, so tryhard bin ich nicht. Ah, oh, okay. So lustig aus. Die Frage ist, wie weit ist Flo von seinem Trainer weggegangen? Was bist du für ein Pokémon, Timo? Wüsstest du wohl gern, oder? Na, du suchst doch, oder nicht? Ja. Ja, dann so ein, also wenn du ein Leufeo bist, dann habe ich dich vielleicht schon mal gesehen. Nee, ich bin tatsächlich kein Leufeo. Ich habe gerade Mufasa getötet. Ganz schwierig. Flo ist sehr nah, also er ist direkt am Mufasa-Berg. Also sein Trainer. Aha. An der Klippe. Ach so, ich war da. Okay, cool. Ah ja, nice. Nice to know. Ja, ja. Ich glaub, den sehe ich auch von da, wo ich bin. Den Mufasa-Berg. Echt? Ja. Huh.
wie sehr siehst du, wenn du wieder das Ova hier bist. Das ist so wild gewesen. Ja, wieder hier spawnt Ova, ich schade, man hätte ich machen müssen. Hab ich gar nicht gesehen. Okay, Chat, wir haben eine Mission. Okay, also Flo's Trainer ist bei Mufasa Berg in der Nähe und Dennis sieht ihn sogar. Ja. Die Frage ist halt, wie nah Flo hier dran ist. Gubulian, danke schön für den Raid. Hallo Leute, ich habe wieder einen nice Stream. Oh, ich habe auch Dennis Trainer gefunden. Aha. Alter. Aber ich finde nur die Trainer. Was ist das Problem? Maurice, danke für den Resub. Aha. Warte, und hier ist. Jetzt habe ich. Stimmt ja. Okay, hier ist Dings. Hier ist, ich habe Nikos Trainer gefunden. Hey, ihr seid irgendwie alle auf einem Fleck gewesen. Und. Da ist Dennis ja gar nicht weit weggegangen, wenn er am. Man sieht die Mufasa-Klippe von dort, wo Dennis Trainer steht. Ja, also man sieht den schon ein gutes Stück. Ich weiß übrigens mittlerweile, dass Timo in Monetigo ist. Das stimmt, Okay. Ah, du hast mich gesehen? Das weiß man natürlich nicht. Na, vielleicht war ja auch ein Monetigo hier, so, weißt du, kann man ja nicht wissen. Ein wildes Monetigo, weißt du. Kann ja mal passieren. Flo? Ja? Wie kamst du eigentlich auf dein Nickname? Wieso? Nur so. Diese Mutter hat mich fast getötet, ne? Warte, wer? Die war von dem Dings, von dem Skullig. Ja, von das Gefällnis, was da oben am Himmel schwebt. Das ist die Mutter. Hä? Wo ich sehe kein Gefällnis hier schweben. Doch, über uns. Ah, da oben! Ja. Ich hab ihr. Ich hab ihr Kind getötet. Von Kind. Ja. Wo seid ihr? An dem Skullig-Nest. Bei dem Skullig-Nest, direkt am Anfang, so, wo du gestartet bist. Aber da war ich eben erst seit kurzem, seit ich gesagt habe, wir haben eine Mission. Da habe ich das Nest gesehen und wusste, wie ich da raufkomme. Ja, ja. Ich habe dort nämlich so ein Bounce neben dem Skullix gesehen, das sah aus wie so ein verstoßenes Kind. Ja, ich wollte adoptiert werden, aber. Immer das Skullix ist respawned. Ja, habe ich gesehen. Töte den auch selber. Ich bin Bounce. Mit Hä? HP. Achso. Eingetötet. Okay, jetzt müssen wir noch Dancel finden. Der kann auch nicht so weit weg sein. Du bist voll schnell als Bautz, ne? Warte, lass Wettdrängen machen. Okay, warte, nein, komm. Achso, ja, hier ist die Startlinie. Okay. 3, 2, 1, go. Was ist Ziel? Der Turm. Okay. Weiße Gebilde vor uns. Alles klar. Ich geb dir Vorsprung. Okay, ich hab's gleich. Natürlich. Aber ich hatte so eine richtige Tippelmusik, weißt du? Ich bin so. Ja, das hatte ich bei Dodo auch! Ja. War so passend. Und dann, als ich zum Nest vorgestoßen bin und gesagt habe, wir haben eine Mission, da kam einfach so Sasageyo von Attack on Titan Opening einfach. Stark. Yes. So, auf jeden Fall. Wen müssen wir noch finden? Dan. Wissen wir schon irgendwas über Dan? Ja, guck mal. Ich hol dich mal ab bei deinem Trainer. Ja. Okay. Du willst mir nur die Dings, den Ort da zeigen. Ja, der ist ja sowieso direkt hier. Nee, aber das Ding ist ja, dass sieht den Berg hier. Also so. Das hier ist der. Was ist das? Der hier? Da oben? Ja, genau, da oben drauf. Da oben ist halt hier, das ist das Pioleo hier oben. Ich noch nicht, Alter. Wo seid ihr denn? Wir sind gerade auf dem Pioleo-Berg, bei dem Mufasa-Berg. Das Ding ist da in die Richtung hier, also wenn die Barriere rechts von dir ist. Ja. In dem Bereich war ich sehr viel unterwegs als Bautz.
Ja, und das Ding ist, Denzels Trainer steht auch dort am Anfangspunkt. Und er meinte, er sieht den Ort hier. Yeah. Ja, das, aber ich glaube auf jeden Fall, dass er eher so in die Richtung unterwegs ist. Warte, wo? Dieses sehr weitläufig. Ja, wenn, also wenn du vom Felsen aus guckst und die Barriere rechts von dir hast. Ja, dann eher links. Dann nicht da lang gehen. Also nicht weg von der Barriere, meinst du? Hi. Okay. Ja, nicht... Genau, nicht, dass sie rechts von dir ist, sondern eher links von dir. Ja, ja, ja. Genau. Ich weiß ja nicht, wie weit er halt von seinem Trainer aus weggegangen ist, weil sein Trainer ist ja auch leicht links, so. Weißt du? Ja. Aber ich war auch ein Stückchen weit weg von meinem Ding. Ja, warst nicht so weit weg, das stimmt, ja. Denn. Sir. Hast du eine Weiterentwicklung? Ja. Und eine Vorentwicklung oder nur eine Weiterentwicklung? Hast du eine Vorentwicklung? Hast du auch eine Vorentwicklung? Nee. Okay, du bist das Basis. Das, was ich bin, hat nur Weiterentwicklungen. Okay. Weiterentwicklungen? Ja. Oh. Okay, also. Da gibt's doch nicht so viel, was. Knackleon kommt in Frage und Magby. Ach so. Nee. Und Gihorn. Er fliegt. Er fliegt? Mit Flieger. Bist du ein Flieger? Okay. Bist du Bautz auch? Das könnte sein. Ach, ihr seid beide Bautz. Okay, das ist ein lustiger Zufall. Fliegst du oder läufst du gerade? Ich laufe gerade. Ist viel witziger, ne? So mit den Tippen. Ja, so diese Tippel. Okay, wir suchen einen Bautz, Leute. Okay. So. In der Nähe des Felsen. Aber der kann auch schon wieder über alle Berge sein. Ich habe noch so einen lustigen Plot-Twist, aber ich will dir nicht sagen, weil der zu obvious ist. Plot-Twist? Du bist shiny. Ja. Bist du auch im Skalliknest? Nee. Also imagine einfach das Bautz im Skalliknest. Fight, Wanna, was geht? Also, sagen wir, nee. Das shiny Chanera, das gehört meinen Spawns. Das lebt noch. Du siehst es noch? Das lebt noch, das shiny Chanera. Du bist in der Nähe vom shiny Chanera? Ja. Ist halt die Frage, Flo, wo war das? Deswegen war ich total überrascht. Jetzt, wo meinst du, hier ist anscheinend. Oh, dann. Okay, also wir haben jetzt zwei Optionen. Du siehst es die ganze Zeit, entweder ich renne jetzt weg und es despawnt, oder ich bleib hier und einer von uns. Ja, okay. Also ich brauch's nicht. Ich hab das gefunden und ich brauche einen shiny Kanto-Level-Dex. Deswegen, das war mein Plot bis so. Warte, ich will eine shiny Armor. Ah, oh! Es geht. Hey, LOL! Das ist ja so crazy, Alter. Guck mal, wie lustig. Ja, wo seid ihr? Wir sind am Anfangspunkt, wo du startet bist, da ist ja so ein Turm dort oben, so ein kleiner. Und da neben dem Turm noch ein bisschen weiter hoch, fast schon in der Ecke vom Savannengebiet. Er saved einfach das Shiny. Also, wait a minute, ich bin bei der Terrakup, ich bin jetzt beim Savannenplatz. Genau, dort, wo wir gestartet haben. Und jetzt gehst du Richtung Wand einfach, Richtung Border, Wand ganz oben in die Ecke rein einfach. Aha, okay. Und bei dem... Aha. Hängst du es jetzt mal, verdammt. Ja, lass doch noch warten, damit Nico es noch sieht. Achso, ja, true. So. Ah ja, genau, da kommt Nico. Da, hier. Da ist das Shiny Chanera. Ich schütze das Shiny Chanera. Geh weg. Mit meinem Leben. Ja, geh weg. Ich sehe nicht. Hinter was? Hinter dir. Wir sind direkt hier. Ja, euch sehe ich, aber das Chanera sehe ich nicht. Achso, echt nicht? Vielleicht, weil er jetzt schon im Kampf ist. Willst du flüchten? Da kannst du ja nachher wieder reingehen eigentlich. Nee, im Online-Despawn. Okay. Wer wird's Meisterball? Das ist mir wert. Mach das. Nein, lass mal Chanera in Ruhe. Let's go. Das ist ja der, also das ist ja der achtfache Plot-Twist. Ja. Dass wir wirklich einen Shiny finden, dass ich vor dem Shiny besiegt witzig. Werde und dass nach 85 Minuten dann rauskommt, dass Dennis das gesaved hat. Ja. Das ist so mein Spawn-Slot, war das Shiny Chanera. Hattest du das Shiny schon vor Flo gesehen? Ja. Also, das, was ich vorhin meinte mit, ich habe einen gottlosen Plot-Twist, aber das wäre zu krass, das war das Shiny Chanera und zwei Minuten danach hat Flo gesagt, heißt, du hast die ganze Zeit gechillt neben dem Shiny, ohne was zu sagen. Genau. Ja, genau. Und dann meinte Flo, und dann hat der Flo gesagt, der Chat hat anscheinend einen Shiny Chanera gesehen. Ich so, hey, Moment mal, du bist in meiner Nähe. Also ich auch, der Chat war sich nur einig, dass es wirklich eins war. Also, deswegen ist das Pumoleo in der Nähe gefressen. Ja, okay. Das nice, dass wir beide Bouts in der Nähe waren. Ja, das war echt lustig. Beide Bouts neben dem Shiny Chanera. Ja, das hat mich sehr... Das ist crazy, Mann. Okay, stark.
Achso, soll ich euch dann noch ein Polargebiet? Genau, du bist noch im Polargebiet dran, ne? Jawohl. Ja, oder Schanera ist dann jetzt Dendenera. Dendenera. Das ist cute. Du hast es gerettet, cool. Mein Freund. Das stimmt. Mit seinem Leben. So, Polar, oh ja. Chef, irgendwann hättest du dich aus und einfach so getötet. Ja, oh ja, das wäre doof. Oh ja, das wäre doof. Nee, was hat er sich sehr, sehr lang geschlafen und dann einen Apfel gegessen? Ja, gerne, Doc. Geil. Der Scharnier hat einen Apfel gegessen, oder was? Ja, ja, ja. Es hat erst geschlafen und dann Apfel gegessen. So, ich drück jetzt. In welchem Areal sind wir jetzt? Eis. Polarplatz. Genau. Polarplatz. So, bin jetzt in meiner Box. Alrighty. Alright. Crazy. Ich sag, ist schon viel abgefahrener Stuff passiert jetzt. Ja, Art, ne? Aber ich fühl's. Ja, safe. Das ist ein Polygon, die spawnen ja gar nicht so häufig. Muss ja auch nicht immer was Häufiges sein, ne? Ne? Kann auch mal was Witziges sein, ne? Richtig. So, was da schon hier? Ah ja. Bleib mal kurz stehen. Ja. Hi. Wollen wir sagen, dass wir einen Mon nehmen, dass wir wenigstens schwimmen können? Ja. Also wenigstens schwimmen, glaube ich, ist bei dem Gebiet hier schon wichtig. Ja. So. Monozyto-Auflauf. Oha. Ich find's so crazy, dass man die so gar nicht erkennt, ne? Mehr ein Shiny hier in der Gen. Hast du Monozyto? Ja. Ich hab ja Monozyto gehuntet gehabt in hier, ne, für mein Video da. Und ich dachte, man erkennt den schon ganz gut, weil der so blau ist halt, ne? Und dann habe ich den insgesamt, glaube ich, 4 Stunden oder so gesucht, nur um dann einen Shiny Zytomega zu finden und dann den zu googeln und zu sehen, der sieht einfach 1:1 gleich aus. Ich habe, glaube ich, locker 50 Shinies verpasst. Hatten wir jetzt gesagt, dass wir ins Wasser dürfen mit Corridor? Ja. Okay. Wasser ist, denke ich, fein. Blättern halt trotzdem nicht, ne? Genau. Ja. Hier fallen mir tatsächlich nicht so viele Sachen ein. Das ist auch schwierig, ja. Dennis, hattest du das Baus schon gefangen, bevor du das Shanera? Wolltest du nicht das Shanera catchen? Ich glaube, das ist erst danach gespawnt. Okay. Das ist erst nachdem ich mich als Baus getarnt habe ich den gesehen. Ich so, what the fuck? Weil wäre cool gewesen, wenn du dich als Shanera schon versteckt hättest. Ja, das wäre wirklich cool. Ich habe eine Mission. Oha. Boah, das ist echt, nehmen wir denn da? Nehmen wir denn da? Ja, mehr so das. Der wäre auch sehr cool eigentlich. Ich bin jetzt schon überfordert. Ich habe schon angefangen zu suchen. Ich finde, das Gebiet ist relativ machbar. Ich denke auch, ja. Ich
wird, glaube ich, schwer, so mit den ganzen Eisschollen und so. Okay. Ja gut, ich muss mich jetzt entscheiden. Irgendwie habe ich noch nichts Zufriedenstellendes gefunden. Ich bin ready eigentlich. Ich habe gerade versucht, einen Monster zu fangen, aber es ist jetzt tot. Oh. Hä? Hat eine Explosion eingesetzt? Weiß man nicht. Aha, okay, ja, weiß ich, was du sein willst. Explosion. Ich glaube, Dan weiß nicht. Nee, bin lost. Ich habe meine Mission fast erfolgreich abgeschlossen. Deine Mission? Meinst du BP-Mission oder was? Nee. Meine Mission. Okay. Check ich nicht. Das ist okay, ich kann sie später erklären. Was geht, Leon? Okay, ich hab eine Idee. Let's go. Scheiße, Flo, hab ich zu spät gesehen. Das wäre überwitzig gewesen. Alter, nice. Tak. Okay, ich habe mein Pokémon gefangen. Gib mir noch eine Minute. Yes, sir. Moonlight, danke für den Raid, vielen Dank, was geht? Chris versus nachher gegen mich? Warte, Dave. Ich glaube aber, nachdem man aus der Box rauskommt, übrigens kommen, glaube ich, noch die ganzen Nachrichten, ne? Oh, okay. So, ich hab das nur so am Rande so mitbekommen, aber mach da einfach so, guck einfach nicht so hin. Ja, okay. Genau. Okay, ich bin ready. Same. Alrighty. Ich bräuchte noch 2 Sekunden. 1, 2. Danke für Ihre Gnade. Sehr. So, hab dich gefunden. Okay, ich denke, du kannst jetzt wirklich in. Sag einfach. Ja, leg los. Okay. So, alrighty, dann. Suchen wir mal als Miraidon. Rar. Wow, okay. Rar, ja, das hier direkt hier. Crazy. So. Schade. Ah, Present üben für das Quiz. Okay. Oh, schade. Ich bin verarscht und versteckt sich hinter mich. Durch dieses Magma hier werde ich mal direkt. nee, okay. Okay, nee, da kann ich rüber. Hier ist Duraludon. Nee, da kann ich auch gegen. Zebra King kann ich auch gegenlaufen. Na gut. Hier Vibrava. Na gut. Ich wäre rechts lang gegangen. Okay. Also die Jungs wollen auch das große Pokémon-Quiz üben, wo man alle Pokémon eintragen. Als Mini-Ras. Die wollen üben, um gegen mich anzutreten. Ja, gut. Die wollen es auch alle machen jetzt. Huh. Okay, was meint ihr? Wie gut ist das Versteck? Auf einer Skala von 0 bis 10? Ja, bewerte bei mir auch mal. Was sagt ihr, Chat, mein Versteck? 1 bis 10?
Ich sag, wahrscheinlich bisher, glaube ich, mein stärkstes sogar. Na gut. Also bei mir steht minus 12, 0, 2,5, 4, Verstärk? Fragezeichen. Ich bin schon überzeugt. Nein! Nach Ausschlussverfahren. Zum Petzny? Nee. Okay, sieht noch alles normal aus. Ah ja. 10, 9, 8, 6,9. Das wird immer weniger. 6,9. Nee. Höchstes ist höher als mein höchstes. Baldorf. Aber ist schon dein bestes Versteck bisher. Danke! War ich auch lieb. Okay, warte. Ne, der rennt weg. Hä? Ach, schade, Mann. Boah, das ist manchmal so nervig, wenn er den nicht direkt killt. Na gut. Boah, hier ist voll viel Wasser. Okay. Ich wünschte ja, nur, ich die würden mal nicht einschlafen. Ja. Fühle. Vor allem der ist hier so. Genau, die schlafen übel schnell ein. Du musst dich dann immer bewegen, das ist nervig. Ja. Das ist auch nicht so. Nee, du auch nicht. Wenn du so Mario 64 spielst, so kannst du dich wenigstens ducken, damit der nicht einschläft, aber hier kannst du ja gar nicht. Kannst halt nicht verdingsen. Die sind von unten gekommen. Oh, bei. Könnte, glaube ich, gehen. Jo. So, Dennis wiped die ganze Map. Ja, ja. Ich hätte sie alle. Ich gehe erstmal so kreuz und quer, so und hoffe auf einen Lucky Punch. Und dann gucken wir mal. Hier, du. Oh. Flo, ich kann dir später die Dings sagen. Ach, Mann. Erinnere mich dran. Ich schreib's in unseren Chat, erinnere mich dran, ja? Nee. Ja, ich swipe hier gerade alles. Ich habe noch niemanden gesehen. Okay, warte, die rennen weg. Ja. Wem? Oh. Wait. Hä? Ist Koray doch nicht? Nee. Wait, wer bist du? Hast du wen? Ja, jetzt safe. Wen hast du denn? Lapras. Wer macht den Lapras? Scheiße, Flo. Bist du das? Okay. Du hast mich übel lange hier hinter nicht gesehen. Echt? Ja, ich bin immer so rumgeschwommen die ganze Zeit, sodass du mich nicht siehst. Ah, okay. Aber du bist einfach nicht weggegangen, Alter. Ich hab gesagt, ich wipe hier alles. Ja, weil immer wieder neuer Scheiß gespawnt ist, ey, der mich in Ruhe lassen muss. Aber guck mal, du hast dieses Quico-Chilla gesaved, das Chinchilla, Europe. Ja, das können die doch immer noch sein. Du hast absolut recht! Naja, die rennen weg. Okay, cool. Ich dachte, ich probiere mal den Risking, Alter, mit Lava. Den Risking? So, nach dem Motto, das ist so offensichtlich da. Ja, genau. Ich habe auch überlegt. Das Problem ist halt nur, dass sich das, glaube ich, erst dann lohnt, wenn wir nicht mehr die ganze Zeit attacken könnten, so nach Freischnauze, weil. Ja. Sonst, keine Ahnung, du verlierst ja nichts damit, indem du kurz mal in so einen Lapras reinfährst, wenn es eh die ganze Map blockiert. Ja. Ja, ich wusste, dass Dennis ein blutrünstiger Killer ist, deswegen habe ich was Unauffälligeres genommen. Okay. Das ist smart. Er hat nämlich auch die ganzen Tentachas am Strand abgeschlachtet, der Junge. Stimmt, als ich dich angehe. Ja, genau. Ja, true. Ja, okay. Okay. Ja, dann mache ich meine Taktik weiter so. So, tschüss, Sepa.
Tschüss, Bineon. Tschüss, Hokumil. Gumo Neonen. Fuck. Oh, Sammelmission. Ich hab ne... Jawoll. Na gut, okay. Schade. Ich habe nicht einer von euch beiden schon mal gesehen. Nö. Okay. Die sind die eher im hinteren Bereich, glaube ich. Okay, 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 okay. Nö, nö, nö. Alter, ich höre hier Miraidons Turbinen. Bumm. Oh, Plitper. Oh, schade. Plapp. Nee, das hat geschrieben. Also ich habe die beiden zwischendurch mal gesehen gehabt. Mhm. Ja, 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 ich erinnere mich. Lange her. Richtig. Ah, schade. Okay. Digga, ich weiß nicht, ob das einer von euch ist oder ob er einfach nur nicht attackt wieder 4 Stunden. Ja, ja, das attackst du gerade nicht. Auch. Okay. Boah, es ist mir viel zu stressig auf dem Wasser. Okay, ich kann schon mal so viel sagen, ich bin nicht auf dem Wasser. Okay, warte, ich habe Timos Charakter gefunden. Das ist schon mal... Ob sie was bringt, weiß ich jetzt nicht, aber ich habe den Charakter gefunden. Steht der noch auf einer Eisscholle? Der steht hinter einer Eisscholle. Okay. Hinter so einem Eisstein, ja. Eine persönliche Mission. Eine persönliche Mission, okay, okay. Boah. Das könnte die persönliche Mission sein. Marathon laufen. Achso. So von Anfang der Map bis zum Ende der Map. Einmal umkreisen. Nein! Wait! Was? Wirklich? Oh mein Gott! Was? No! Geil! Tötet wieder alle. Ja! Weißt du, was ich gerade machen wollte? Was? Ich war die ganze Zeit in meinem Versteck. Und ja. Dann dachte ich so, okay, ich mach mir jetzt eine persönliche Challenge. Ich versuche Timo zu finden, ohne dass es geht. Lol. Ja. Ich meine, kannst du jetzt immer noch Timo finden, mit uns gemeinsam. Als Team. Ich kann ihn nicht suchen, weil ich tatsächlich glaube, weiß, wo er ist. Achso, okay, okay, okay. Ich musste ja gucken, wo er ist, damit ich das machen kann. Okay, 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 okay. Darf ich euch nicht helfen? Alrighty. Ha. Okay. Digga, ihr habt dieses Miraidon gesehen und gar keinen Bock mehr gehabt, Mann. Ich wusste, okay, dieses Gebiet wird jetzt abgeschlachtet. Ja. Nico Chiller. Schade. Ich glaube, ich hätte als Lapras auch einfach wegschwimmen sollen, so. In der Hoffnung, dass die anderen uns nicht länger aufhalten. Haha, true. Okay. Bist du... Rick, was geht? Also ich sag mal so, eben habe ich jemanden gesehen von euch. Oh, okay. Latias. Das war ich nicht. Hast du denn wirklich gesehen oder nur gehört? Beides. Aber mehr gehört. Gesehen nur ganz kurz. Okay. Bist du ein Basis-Pokémon? Hallo, Babys. Mit Entwicklung oder ohne? Also wie genau meinst du? Also ja, ohne Entwicklung, so farbigelmäßig. Nee. Ich hab schon eine Entwicklung. Okay. Na gut. Dann lasse ich die farbige jetzt mal hier in Ruhe. Kommt ihr mir nochmal mit dem blauen Auge davon? Ja, wir haben den Glück gehabt, da könnt ihr euch mit Timo bedanken. Sibiri hat mich blöd angeguckt. Hau ab. Das verstehe ich, Mann. Ja, das habe ich persönlich gesagt. Oh, das ist crazy. Das ist sweet. Ich habe das Video auch angesehen. Okay. Ey, das Gebiet ist auch ein Weitläufig, ja? Ja. Ja, gibt schon ein bisschen was, ne? Deswegen hat es mich so geärgert, dass Dan dann genau in meine Richtung gekommen ist. Wir sind zu dritt in diese eine Richtung gelaufen. Aber er geht in die andere. Danke schön, Resub, danke schön. Danke, danke, Alter, danke, danke, danke. 17 Terra-Stück Psycho gefunden. Das ist cool. Alter, 70? Reich. 17. 17. Ja, ja. Und 13 von einem anderen. Reich. Okay. Soll ich nicht Mon nennen, was ich sehe? Ja, gerne. Da ist ein Plinfer. Plinfer, hier ist ein Plinfer. Oder hab ich's gekillt?
Ja, hier ist ein Plinfer, okay. Aha, du bist Seemon. Ich wusste es. Schade, du bist kein Seemon. Ja, auch ein Plinfer. Aber bist du... Du kannst dich entwickeln. Ja. Okay, bist du die Erststufe? Ja. Okay, dann hast du mal Glück gehabt, Monocito. Oder heißt die Mittelstufe Monocito? Nee, Mitodos. Ah, scheiße. Was ist Erststufe ist es, oder was? Ja, ja, Erststufe. Ah, bam. Schade. Oh, hier ist ein Plinfer. Okay, 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 okay. Hier ist ein Plinfer. Hatte ich hier auch gerade eins, aber... Ah. Warum lachst du? Du lachst, okay, warte. Aber vielleicht lachst du nicht wegen mir, sondern wegen Phil. Du lachst schon wieder! Meine Güte! Digga, okay, ich bin schon so confused. Bei mir ich bin passiert so confused. Nichts Witziges gerade. Ich bin so, okay, warte. Wir müssen jetzt also alle Eventualitäten durchgehen. Wo bist du? Wir müssen jetzt alle Eventualitäten. Nein, warte. Ich bin dazu aufgeregt, um das hier zu beantworten. Hier ist ein gelber. Hör auf zu lachen. Hier ist ein gelber Terra-Kristall. Hier ist ein Hetzneef, hier ist ein Mythodos. Ich glaube, das beantwortet aber die Frage nicht, wo ich bin. Wie kann ich die Frage beantworten, Digga? Ich sehe halt überall Schnee, Digga, keine Ahnung, wo ich bin. Nico, du wurdest schon gefunden, ne? Ja. Ja, okay. Okay, warte. Ah, ja, ich sehe dich, Flo. Warte, bleib stehen. Entschuldigung. Also, ich weiß noch, ich habe dich doch schon lange gefunden. Ach so, okay. Ja, als eben meinte, jemand hat mich gesehen, meinte ich Flo. Oha, okay. Echt? Ja, du warst so, legit. Ja, das eine Mal, ja. Du warst legit ein Zentimeter vor mir. Was? Und hast das Pokémon neben mir echt lange betrachtet. Du bist dann gegangen. Was? Okay. Komme ich hier hoch? Welches Pokémon betrachtet? Hier ist kein Pokémon. Oh, warte. Aber das ist. Ja, wobei, du könntest das dann gesagt haben. Ja. Ich habe ewig lange versucht, einen Mond zu encountern im Wasser, aber du bist nicht im Wasser. Nee, ich bin nicht im Wasser. Ich bin von Typ Fee. Okay, könnte... Also Hokumil. Hier ist ein Hokumil. Manu, warum bist du das nicht? Schade. Auch gerade eins geschlachtet. Wieso? Warum lacht er? Er lacht so ekelhaft, Mann. Er muss irgendwo sein. Er spielt irgendwie mit uns. Kommt man hier auf den Berg hier? Mann, Miraidon. Du Opfer. Ja. Ist das Plinfer hier überhaupt noch? Egal, ist das ätzend. Wo bist du? Warte. Wenn das Plinfer ist hier noch. So, das heißt... Jetzt nicht mehr. Nein, warum schützt du das? Ich hätte sonst gesagt so, lass beide weggehen und wieder hin, wenn es Plinfer immer noch ist, dann ist es Timos Plinfer, also in seinem Spawn-Areal. Soll ich euch einen Tipp geben? Dann ist es 100% confirmed, dass er in der Nähe ist. Ja, gibt einen Tipp. Okay, ruhig die ganze Zeit lache. Ja. Deswegen Nico, weil er die ganze Zeit mit seinem Merrill-Ball spielt. So. Und ich sehe das. Oh. Also sind wir vielleicht falsch hier, Mann. Weil das Lachen hat mich die ganze Zeit hier halt na gut, okay, wir müssen weiterziehen, Flo, das bringt alles nichts. Wir sind keine Hokumils mehr, wir haben die alle abgeschlachtet. Wir müssen zu den Hokumil. Oder den Merreball suchen. Nein, die Hokumil-Dörfer sind's. Der Merreball leitet euch den Weg. Das Blitzfass wäre immer noch da. Ja. Okay. Siehst du in deiner Nähe so diese Blöcke? Ja. Okay, dann fahr ich auch. Ein. Okay. Wir haben eh bloß Items. Euch zu finden ist Bonus. Ah, okay, ich hab den Ball gesehen. Okay. Ja, okay. Huh. Oh, das ist ein Plinfer. Okay. Das schlägst du nicht hier. Na, okay, Glück gehabt. Okay, pass auf. Da ist das Plinfer. Wir beide gehen jetzt hier weg. Wenn wir jetzt wieder zurückkommen und das Plinfer immer noch da ist, dann wissen wir, okay. Könnte es sein, Plinfer. Okay, das ist jetzt außer Spawnweite. Ich gehe jetzt wieder hin. Bist du über dem Wasser, Timo? Mhm. Okay, das Plinfer ist immer noch da.
Das könnte auch einfach wieder gespawnt sein. Vielleicht ist es eine Scheiß-Taktik. Okay. Hört auf zu lachen. Mann. Bin so sauer. Ja, okay. Ihr beide chillt 4 Grad. Hast du das gefunden? Warte, sagst du, ich will, dass Flo mich noch findet. Geh weg. Okay. Weil Flo war eben hier und geht neben das andere Mon und schaut den so an und denkt sich so, ja, sieht legit aus. Und dann geht er wieder. Ja, wo denn? Wo seid ihr denn? Also ich sehe dich gerade, Flo. Der hier, oder was? Nee. Hä? Ja, Miradon kann auch nicht nur normal laufen. Was soll die Scheiße? Das Plinfer ist immer noch da, Flo. Richte dich nach dem Plinfer. Wo ist Flo hin? Also, eine Abkürzung. Eine Abkürzung? Du bist gerade weggeflogen. Ja, ich weiß. Also. Ey! Boah, ich bin getroffen, der Ball. Ich hab mies abgeknallt. Soll ich dir sagen, wo es ist, Flo? Ich sehe das Plinfer. Also ein Plinfer. Nee, du bist nicht bei uns. Ich bin sicher, ich sehe Denden, Ja, dann geh mal zu Denden. Ja, bin ich? Nee, bist du nicht. Gar nicht. Ich seh dich. Ja, da oben. Okay, und wo bin ich? Ja, wenn du mich siehst. Ich sehe dich. Hier, der hier. Oder? Junge, du standest eben so lange vor diesem Magma und dachtest so, ja, die wärmen sich da auf, das sieht legit aus und dann bist du gegangen. Nee, ich bin halt hier, ich habe versucht, ob ich da durchkomme. Da bin ich ganz sicher. Herr, hast du gedacht, so, ja, das Hokumi, das ist da einfach so? Nee, ich glaube, ich habe dich gar nicht wahrgenommen, glaube ich. Ach so, ja, auch stark. Oder du warst, also du hast dich gut in die Umgebung gefühlt. Das ist gut. Glaube ich. Ganz stark. Okay, cool. Und meine Mission war, weißt du noch, Dancer, wo mein Trainer ist, Junge, der ist 80 Kilometer weit weg und guck mal, wie schnell ich bin. Ich habe übertrieben lange hergebraucht. Oh, ich kann auch mit dem Ball spielen. Ich bin jetzt erstmal abgelenkt. Boah, ich habe ihn so Volley genommen. Derek, danke schön, Alter, Risa. Ja, was geht? Was genau meinst du, Monodrick? Ja, nice. Dann haben wir alle Unglück, Leute. Sehr, sehr nice. Ja, wer ist jetzt Gewinner? Keine Ahnung. Das sind alle Gewinner. Die Freunde, die wir auf dem Weg gemacht haben. Genau. Ja, das ist Shanera. Der hat Tati carried. Stimmt. Ich hab das Shanera gekeept. Vielen Dank für den Follow. True. Wollt ihr noch eine Wonder Trade Runde machen? Oder ich wäre noch down für eine letzte Wonder Trade Runde. Wonder Trade geht doch schneller. Ja, glaube ich auch. Ja, ich wäre grundsätzlich auch down. Also, wir können es verschieben, ist mir egal. Ja, wir können ja eine Runde zum Test machen, also keine ganze Rotation, einfach eine letzte Runde. Die Frage ist, kann man hier tauschen im Freundeskreis? Das ist die Frage. Zaubertausch? Achso, wahrscheinlich nicht, ne? Also die Frage ist, ob wir dann nur uns kassieren halt. Also ich teste das mal. Ja, ich teste auch mal. Möchtest du speichern, Zaubertausch? Ja. Müssen wir gucken, dass man halt auch nicht sieht, ne, was die jeweiligen anderen bekommen. Okay, ich mach jetzt auch einen Zaubertausch. Ich auch. Weil ich suche jetzt jemanden. Same. Ja, oben rechts habe ich dieses Icon. Genau. Ja. Ich sag nicht unwahrscheinlich. Okay, hab ihn gefunden. Zaubertausch. Ja, wahrscheinlich sind es wir. Meinst du, wir haben uns in Gedings? Also, bei mir kam es zeitgleich da. Ja, okay, schauen wir mal. Mal gucken. Du gibst Bouts. Ah, nee. Nee, ist ein anderer. Ich hab auch noch Politoil. Okay. Oh, cool. Das funktioniert hier drin. Ja, okay, cool. Okay, tschüss. Oh. Von mir aus kann ich suchen sonst. Keine Zeit. Hast du Bock? Nö. Okay. Also ich hab meinen Zaubertausch. Ja. Ich auch. Das ist ja geisteskrank, was ich kassiert hab. Ja. Wie wollt ihr es machen? Wollen wir wieder auslosen oder will jemand suchen? Wenn Flo sagt, er sucht, dann... Also ich muss gerade essen. Von daher kann ich auch suchen. Okay. Dann hast du ein Gebiet, was du möchtest? Grand Canyon. Ich glaube, einfach Küste, oder? Küste? Okay. Alright. Easy. Also ich hab meinen Mon.
Ja, ich muss kurz noch hinfliegen, ne? Ja, ja, ja. Warte. Zack, zack, zack. Okay. Na gut, ab in die nächste Runde. Dann Zaubertausch. Ey, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich jemals einen Zaubertausch gemacht habe in diesem Spiel. Echt? Ja, ich glaube, ich kann mich nie erinnern. Ich sag immer noch eigentlich so ein gutes Feature auch für Content. Kann man daraus so viel machen. Ja. Das stimmt. Hey. Okay, jetzt. So, dann verstecke ich mich jetzt. Gute Nacht, Keks. Gute Nacht. Ja, warte noch. Ach so, okay. Oh, ach so, das, damit kann man dann rumrennen. Ja, genau, genau, genau. Und dann kannst du dann warten und irgendwann sagt er dann, jo. Okay, bin in der Box. Alright. Top. Alright, alright, alright. Also, Digga. Ich geh mein Papa. Junge. Also, Digga, das wird doch nichts. Ich sage, ich bin relativ happy mit meinem Mon. Okay, also... okay, okay, okay. Na gut. Flo, bist du in der Box? Jo. Alright. Wenn mein Pokémon nicht über Wasser kann. Pech gehabt, oder... Heavy. Na, wenn ich vielleicht jetzt wieder ein Fiaro habe. Ne, Fiaro ist ein schlechtes Beispiel. Wenn ich Tornupto habe oder so, der kann nicht über Wasser. Muss ja nicht über Wasser, oder? Ja, okay. Aber wäre halt cooler. Muss ja an Land bleiben. Na gut. Aber ich sag mal so viel: Mein Pokémon ist Level 1. Wenn irgendein Pokémon mich catcht, ist Sandy. Oh, ja, ja, same. Haha, lol. Also, so, wenn ich in eine Myrapla oder so reinrenne oder whatever. Tschüss. Okay. Ich sag Timo, Chillast. Chillast, Chimpad. What the fuck? Digga, mein Pokémon kann nicht mal rennen. What? Oh. Okay, einer von euch hat ein geisteskrankes Pokémon bekommen. Ja, moin, was geht? No fucking way, hast du das aus dem Doch! Ja, doch. Digga, was ist mit dir heute? Das ich weiß es doch nicht. Jetzt muss ich kurz ein bisschen gucken, so wie ich mich am besten verstecke. Ja, viel Spaß, Digga, ne? Ja, ja, es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und ich dachte, ich bin auffällig, ey. Fuck, ey. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe ein Na, ich weiß nicht. Das klingt sehr nach irgendwie so in Richtung Keilflamme von der Größenordnung her. Boah. Oh nein! Du bist tot. Ich bin gegen Indivier gestorben. Geil. Ey, ich muss dieses Pokémon kurz ein bisschen leveln, Mann, sonst wird das nichts. Basic. Okay. Ich glaub, das ist Handicap. Ich glaube, das hier ist zu unfair, ne, Chat? Ich glaube, das ist viel zu unfair. Okay, ich hab mein kann Versteck. Besser kann ich das nicht keepen. Verstecken. Papier ist okay. Alright. funny. Okay, mein Versteck. Same. Hier ist okay. 30 Sekunden, dann bin ich. Ja, kann ich gleich. Nee, ist viel zu unfair. Kann man ja gar nicht finden. Lass nehmen. Alles für den W. Okay, ich bin ready. Na gut. Same. Jo. Oh Gott, fuck. Ah. Oh. Ich habe das Gefühl, das könnte ewig dauern.
Ich glaube nicht. Ich geh mal nicht als Shiny Shanira los. Schade. So. Ennen, was glaubst du, wie gut ist dein Versteck? Ich finde. Ich habe mein Bestes gegeben, um das Pokémon, was ich bekommen habe. Ja. Zu verstecken. Okay. Was bist du, Flo? Gerade Latias wieder. Okay. Okay, wieso? Nö. weil du Latias kassiert als letzter Amateur. Nee. Nicht gegen Latias, also. Aber ich habe gerade so einen Mon gesehen und dachte so, wait, ist das Flo oder ist das? Okay, nee, passt alles. Also er will ja nicht Latias bekommen hätte. Das wäre richtig wild gewesen, ja. Und dann denkst du, ich bin du, dabei bin ich. Ja, Mann. Du denkst, du siehst so doppelt. So, nee, da kannst du. Okay, Feierabend, Leute. Ja. Ich wäre ja safe Kuriol geworden, Alter. Jetzt, wo ich den sehe. Das ist ja so. Naja, hübsch ist er jetzt nicht. Kuriogel? Kuriogel. Kuriogel? Herr Kuriogel ist hübsch. Aber nicht das, den ist hier. Das Hula. Nö, das Hula mache ich auch nicht so. Ich glaube, das ist mein least favorite, das Hula. Am meisten mag ich den Buyu-Stil, das Geist-Kuriogel. Echt? Ja. Ja, doch, der ist auch cool, ja. Der hat so Fächer als Hände, das ist irgendwie sick. Danach wahrscheinlich dann Chili-Ding und Flamenco auf einem, also auf einer Position, aber Hula finde ich auch irgendwie, mag ich auch nicht so. Die Shiny-Form ist ganz cool. Da ist so weiß. Was geht denn? Was geht, Aki? Danke für den Resub. Der ist sehr appreciated. Dankeschön. Was geht ab? Du willst mir erzählen, du hast also noch keinen gefunden, Flo. Finde ich ein bisschen wild, aber muss ja jeder selber wissen, ne? Weißt du jetzt nicht, was dein Problem ist, ey? Ja, also ich habe schon viele Leute gesehen. Und ich suche nicht mal. Das glaube ich dir. Weißt du, was ich bin, Timo? Schreib mir mal. Ich habe eine Person gesehen. Das kann nicht ich sein. Hast du wahrscheinlich Sefi gesehen? Das wäre auch wild, wenn Nico das bekommen hat. Weil ich bin schon. Was bist du? Nee. Timo hat dich gesehen. Timo hat mich gesehen? Ja, safe. Okay. Safe. Ich bin. Warte, soll ich dir schreiben? Und dann sagst du einfach ja oder nein? Ja, okay. Okay, hier. Habt ihr geschrieben. Nee, das ist Sefi. Ah, echt? Ah, crazy! Ja. Was habt ihr denn für... Also, okay, aber das ist... Und ja, ich habe irgendwie aber bis eben auch ausgeblendet, dass ihr natürlich auch andere Pokémon seid, so grundsätzlich, ne? Irgendwie habe ich so nur nach was richtig Auffälligem gesucht. Und dann trotzdem die ganzen normalen Mons abgeknallt. Killst du gerade so die ganzen... Ja. Also ich meine, wir könnten ja auch ein normales Mon sein. Stimmt, ja, ja, stimmt. Und wahrscheinlich, actually true, aber actually true, könnte. Actually true. Hast du aber da muss ich mich natürlich gar nicht so sehr drauf fokussieren. Ja. First Blood, Dankeschön für Risa. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Pokémon, was nicht über Wasser kann. Ich sag mal so, ich geb dir einen Tipp, Flo. Ich gehöre hier nicht her. Warte, Timo, ich hab dir geschrieben, was ich kassiert hab. Ich gehöre hier nicht her, aber... Ich passe mich sehr, sehr gut der Umgebung an. Warte, ich bin das hier. Was? Nee, ja! Aber ist das so clever, das untereinander schon zu sagen? Ja, also ich sage ehrlich, niemand von uns passt, glaube ich, also gibt es hier. So viel kann man dir schon mal sagen. Ja. Nee, keiner. Also wenn du uns siehst, dann wirst du es. Genau. Okay. Das war mir schon von vornherein klar, dass es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird. Aber das ist. Also das ist echt crazy. Ja. Oh
Aber ich sag, meiner ist halt nicht schlecht hier so, ne? Ja, so ja, ja, also mit allem. Auf jeden Fall leichter halt zu verstecken als... Hä, ich weiß nicht, was du meinst. Also, ich höre, dass Flo dich noch nicht gefunden hast. Du hast ja quasi eine Leuchttafel irgendwie, wo drauf steht, zufrieden. Hier bin ich oder so. Ja, ja, das ist wirklich so. Ich bin zufrieden. Also ich sag, unangenehm wird's dann, wenn Denn mich sieht und ich ihn nicht. Ja, 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 safe, 100%. Wenn ich einfach nicht da in der Nähe bin, dann kann ich nichts machen. Ja, 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 safe, safe. Wenn ich den so übersehe. Ja. Okay, warte mal. Was ich jetzt auch nicht ausschließen würde. Geht nicht. Also, nee, das geht nicht. Aber ich guck mal. Warte, ich versuch mal eine richtige Kamera. Also ich hab dich auch noch nicht gesehen, Flo. Okay. Ich hab dich auch noch nicht gesehen. Ich hab ihn auch noch. Ich glaube, dann suche ich im sehr falschen Bereich. Aber ich hab Nico schon zweimal gesehen. Hey, ich hab dich nicht gesehen. Ja, mich findest du auch nicht so schnell. Da musst du schon ein, zwei Mal genauer hingucken. Ich hab mittlerweile aber auch echt die Orientierung verloren, ne? Wo ich schon war. Flo ist im Savannengebiet. Ach, sind wir Küste? Ach so, ne? Hier war ich, glaube ich, schon. Das ist mir auch mal beim BP-Farm passiert, so im richtigen Ort angefangen und dann irgendwie habe ich mich in einem anderen Gebiet so verirrt. Ja, ja, bis ja. Ich dann ein bisschen korrigiert werden musste, Bro, wo suchst du? Ich so, oh ja, sorry. Stark. Ja, ich würde sagen, wir müssen jetzt alle mal unsere Bälle werfen. Das Ding ist, ich glaube, nur der Host kann den Ball schmeißen. Echt? Ja, ja. Ich würde voll gerne, aber ich glaube, es geht nicht. Ich glaube, das bringt mir auch nichts, weil ich glaube, ich nicht in der Nähe bin von euch, Digga. Das ist ja zum ersten Mal. Voll schön. Also ich kann dir sagen, du bist nicht in meiner Nähe. Bei mir auch nicht. Ich glaube... Oh, hey, na? Was geht? Moin! Oh, war ein guter Spot. Digga, wie soll ich denn den bitte gut verstecken? Also, come on. Ja. Ich habe mich versucht, als Stein zu tarnen, weil ich ein Stein bin. Aber ist auch nicht gut. Also naja. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Dazzler hat Shiny Hornjaw bekommen. Das ist crazy. Ja, er hat ein Shiny Chanera gefunden und ein Shiny Rio. Ja, ja. Aber Glückwunsch, Alter. Danke, Mann. Also, Glück ist dir heute. Ich kann so viel als Tipp geben, ich bin auch Shiny. Oh. Das ist aber so cool. Yeah, no way. Ja, ja. Ja. Du hast auch einen Shiny bekommen? Ich hab auch einen Shiny bekommen, ja. What the fuck? Hä? Das ist crazy, Alter. Wie viele Shinies haben wir denn heute bekommen? Ja, ja. Ja, das ist wild. Das ist wirklich wild. Und es ist gerade eben, das kann ich aber erst später auflösen, ich glaube, das war gerade ein Fehler in der Matrix, Paralleluniversum. Aber das kann ich noch nicht sagen. Das kann ich erst gleich sagen, sobald ihr mich gefunden habt. Okay. Das ist wirklich crazy. Okay, wild. Seid ihr denn auf dem Wasser oder nicht auf dem Wasser? Ich bin nicht auf dem Wasser. Wer von euch hat gerade diesen Ball da geschmissen? Ja, muss Sephia gewesen sein. Ich bin übertrieben weit weg davon, aber ich sehe immer nur diesen scheiß Ball durch die Luft fliegen. Oh ja, ich sehe ihn auch gerade. Noch ein Ball. Fliegen wir mal dahin, gell? Sieht so witzig aus, wenn so nichts spawnt und es ist so diesen Ball. Du siehst nur so den Ball, der da so ja! mit 20.000 km/h über die ganze Map fliegt. 20 FPS. Ja. Digga, Fiaro, du bist so langsam. Ey, Sefi, bist du im Wasser? Ich komme ja schon. Ich bin nicht im Wasser. Okay. Wasser kannst du ignorieren. Ich bin diesmal auf dem Land. Same. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich. Oh. Moin, Chef. Ich hab bisher immer noch nur Nico gesehen. Ich spiele jetzt mit Sefi Ball. Und den Ball habe ich schon sehr häufig gesehen. Warte, kriege ich dieses Kokowai hier getötet? Oh, es ist despawned. Schade. Ich war das. Aha, gemein. Oh! Was? Ich hab gegen Vipitis verloren? Ey, so schlecht. Er hat sich angeschlichen, scheiße. Was geht ab?
Okay, er hat mich gefunden. Stark, Mann, stark. Wie sieht das aus, wenn du sprintest? Oh, okay. Stark, Mixi, stark. Ich bin aber auch so geisteskrank drin aktuell. Wirklich, ich bin so crazy okay, drin. Timo. Aber ich fühle es sehr. Er hat ja keine Räder, ne? Ich fühle es sehr. Das ist sein Schwanz. Ja. Oh, genau. Ich dachte, er kann die trotzdem benutzen. Ich wünschte, ich würde euch sagen, was ihr gerade gesagt habt. Eigentlich will ich es euch gern sagen, weil es ist wirklich spät, mich zu finden, okay? Okay. Okay, ist aber ein geisteskranker Tipp, okay? Okay, okay. Flo, du hast eben gerade gesagt, du bist Chelast. Chimpep, ne? Ja. Ich bin wirklich Chelast. Oha. Das war so crazy, ich dachte so, hä? What the fuck? Ich dachte so, hä, wie ist das denn möglich? Vor allem ist das doppelter Brain. Ich sage aber, Chelast ist, glaube ich, gar nicht so der größte Tipp gerade. Ja, ich weiß, Chelast ist richtig schwierig. Ja. Den sieht man echt gar nicht. Also, du musst dich ja wirklich nur so hier bei diesem hohen Gras so. Genau. Der ist winzig. Ja, der Small. Shiny Chelast, deswegen ist es auch egal, dass ich gesagt habe, dass ich shiny bin, weil man sieht nicht, ob der shiny ist oder nicht. Ich werde jetzt hier jedes Gebüsch abgrasen. Ja, er sitzt safe in irgendeinem Busch drin. Bist du? Also bisher ist noch niemand an mir vorbei, so viel kann ich sagen. War's okay, Leute, wir müssen ein Trainer. Bist du einfach nur in einem Busch drin? Ich bin in einem Busch, ja, aber nicht in einem der pinken Büsche, wo man mich gar nicht mehr sieht, sondern man sieht mich schon, wenn man genau hinschaut. Okay. Ja. Ich hab mich schon ein bisschen auffälliger versteckt, dass man das schon sieht, wenn man... Try harder wieder. Nee, es ist halt... Keiner ist bisher... Keiner ist bisher an mir vorbei. Niemand. Aha. Er hat gesagt, er hat den Ball gesehen. Das genau, ich habe den Ball gesehen. Ja. Muss er eigentlich in der Range hier sein. Ja, den Ball habe ich gesehen. Und ich habe Nico ganz am Anfang halt so, ja, nicht direkt an mir vorbei, aber schon recht nah an mir vorbei rennen sehen. Okay. Boah, Alter. Alter, aus dem Busch ist gerade ein Alola Grimer rausgekrochen, ey. Aber noch sehe ich immer niemanden. Ich sehe Psiaugon, das die ganze Zeit mit mir redet. Ist hier noch das Dingens? Okay. Da ist ein Pepek. Pepek. Interesting. Pepek und Psiaugon sind jetzt meine neuen Freunde. Okay. Ja, auch kriegen wir am Strand? Bin ich am Strand. Ich bin im Busch. Ah. Aber siehst du Strand? Ja, nee, nicht wirklich. Also ich bin nicht weit weg vom Strand, aber ich sehe nicht Strand. Aber ich habe immer noch niemanden von euch gesehen. Oh, fuck. Ups. Safe, Mixtree, safe. Das ist ganz normal Freundeskreis in Kamsin und Purpur. Sauber. Mein neuer Trick ist jetzt einfach, über die Map zu düsen, so schnell es geht. Ja, und Psiaugon und... Ah, da, ich seh dich, was geht? Hast du ein Team, oder was? Nee, ich seh dich, wie du entlang gedüst bist. Oh, warte, hier ist ein Psiaugon. Okay, ja, wait. Hier ist ein Psiaugon. Okay. Warte. Bist du das da? Ah, nee, das ist Chimpan. Ich hab Timo! Hat doch gesagt, das ist mein neuer Freund. Aber guck mal, ich muss nur hier im hohen Gras stehen und man sieht mich kaum noch. Oh mein Gott, ja. So und ich habe am Anfang gesagt, ich könnte dein Team, aber das ist zu unfair, wenn ich hier reingehe. Du siehst halt nix. Ja, das ist. Nee, das ist. Ja, nee. Aber das guck mal, wie süß nee. Der ist. Ja. Und Feini, oh mein Gott! Wo seid ihr denn? Ja, da war ich ja. Ja, hier! Warte, hier! Ja, so. Hier, ja, guck! Ihn auf so einer da. Map zu finden, also der ist ja anscheinend noch unsichtbar. Ja, ja, und ich war halt hier so, weißt du? Also, wenn man so genau hinschaut, sieht man das schon. Der hat mich ja instant gesehen, wenn man genau hinguckt. Ja. Aber am Anfang habe ich ja gesagt, hier, das hier wäre halt. Das wäre halt. Unnormal unfair. Du siehst ja nichts. Von so einem Haus, ne? Also so ein. Genau, bei so einem Pavillon hier sind wir, oh, so ein klein. Find es nicht.
Warte, wo bist du? Ich glaube, das Mal, was du bekommen hast, ist so oder so schon broken. Ja, genau, genau, egal ob shiny oder nicht. Mhm. Chillas ist halt allgemein sehr stark. Also, wir sind Richtung Strand, oder? Am Pavillon? Okay, gegangen? Am Anfang? Ja. Ah, okay, Moment. Der ist so süß. Der tippelt auch so. Ja, Mann. So ein Cutie. Warte, zeig mal deinen Rihornior. Hol mal deinen Rihornior raus. Geht es? Hä, wie willst du nur meinen Ball gesehen haben? Du warst. Hä, bist du. Da vorne war der Ball. Da hinten. Nee, warte. Doch, da kommst du gerade. Hier. Hä? Lol. Und da hinten war dein Ball. Wo warst du? Warte, ich war hier ich unten. Schnell zu euch. Weil ich bin nicht so schnell. Ich war hier in dem Gebüsch. Genau in dem hier. Hier war ich. Also wenn man genau hinguckt, sieht man mich schon. Und am Anfang habe ich halt gesagt, yo, wenn ich halt hier reingehe, dann sieht mich halt niemand. Das ist ja schon asozial. Ja. Deswegen habe ich gesagt, ich stelle mich hier rein. Und das habe ich auf Insta gesehen, als er mich gesehen hat. Aber es ist halt trotzdem, Chinas ist halt schon gemeines Pokémon für hier. Alles krass. Das stimmt. Aber es ist schon, oh, das ist Rihonyor, yo. Ja, Mann, Alter. Das ist am einfachsten zu verstecken Pokémon. Das war geisteskrank. Wisst ihr, was krass gewesen wäre? Was denn? Was ein wirklich krasses Versteck wäre? Was denn? Chimpep? Ja. Chimpep. Chillas? Geh mal in den Fuß von Rihonyo. Warte. Ja. Ja, du bist weg. Du bist weg, ja. Ich hätte wirklich einfach niemals weg. Unter Denden vermutet. Ja, da ist jeder weg, Alter. True. Bei dir sieht man noch die Füße zumindest durchstehen, aber ob mir das aufgefallen wäre. Aber oh, wenn du dich hinsetzt, dann kann ich mich auf dich. Oh, jetzt bin ich in dir drin. Das ist wie so eine Karre, Alter. Da steigen einfach 5 raus. Ja. Jetzt bin ich auch wieder komplett unsichtbar. Das ist so witzig. Wenn Latios reinpassen würde, dann passt da alles rein. No. Ui. Aber der ist so schnell, das ist so. Zylinder, okay. Warte mal. Hä? Dann hat Flo einen Shiny Chanera gefunden. Ja. Und hat einen Shiny getauscht bekommen, Alter. Ja. Das ist echt crazy. Das ist wild. Stimmt, jeder hat Shiny und Sefi war auch dabei. Weiß ja, wie man sich so fühlt. Ne, Flo? Ja, gut. Sehr, sehr geil. Hat sehr viel Spaß gemacht. Yes. Mhm. Yes. Ihr sagt Bescheid, ne? Wenn ihr mal wieder eine Runde machen wollt oder auch gerne. Eine Mario Party und so, sagt ihr Bescheid. Sehr, sehr gerne. Jo. Ey, ich bin bei allem am Start. Dann machen wir da. Auch mal spontan oder so. Safe. Spontan funktioniert sehr irgendwie gerne. Scheinbar besser bei uns. Ja. Ich glaube auch, ja. Guys, ich mache mich auf den Weg. Yes! Ich habe vor mir. Ich wünsche euch viel Spaß im Stream, viel Erfolg beim Subathon. Euch auch. Dir auch. Ciao. Ciao, mach's gut. Tschüss.